Hier mal ein kleiner Reminder, in der neuen Welt, also in der wir jetzt uns mittlerweile auch mit dem Projekt Fair Talk bewegen, da läuft es ja nicht über Zwang. Das heißt, wir machen freiwillig ein Angebot und ihr unterstützt uns. Und das soll bitte auch in Zukunft so bleiben, denn wir brauchen eure Unterstützung, damit wir Fair Talk in die Zukunft entwickeln können. Also, Dankeschön und alle Unterstützungsmöglichkeiten unter diesem Video. So, und jetzt startet die Sendung. Auf Augenhöhe. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe auf Augenhöhe aus Düsseldorf. Schönen guten Abend. Hallo. Das ist schon spannend, weil ich persönlich beschäftige mich mit dem Thema Ernährung seit jetzt mindestens 12 Jahren und das auch sehr intensiv. Und seit 3 Jahren machen wir jetzt das Projekt Fair Talk und wir haben bis heute noch nicht einmal über dieses Thema geredet. Und deswegen wird es umso mehr Zeit, dass wir das tun. Was ist denn die richtige Ernährung? Vor 12, 13 Jahren hätte ich noch gesagt, wenn ich in den Supermarkt gegangen bin, dass so 80% der Lebensmittel, die ich da sehe, dass die okay sind für mich und dass ich die gut essen kann. Heute mit einem ganz anderen Bewusstsein auf das Thema Ernährung würde ich mal sagen, sind es vielleicht noch 20%. Und das liegt einfach daran, dass ich für mich festgestellt habe, dass mir viele Dinge gar nicht gut tun. Das ist jetzt aber nun sehr individuell auf mich gemünzt. Und die große Frage ist, was für Ernährungskonzepte gibt es? Und ja, wie taugen diese Ernährungskonzepte in der Allgemeinheit? Beziehungsweise gibt es möglicherweise nur welche für das Individuum, für den Einzelnen. Darüber möchte ich heute Abend gerne reden. Unsere Sendung zum Thema gesunde Ernährung, die Schlacht um die Konzepte. Und ich begrüße ganz herzlich am Tisch Ulrike von Aufschneider. Hallo Frau von Aufschneider, schön, dass Sie da sind. Danke. Guten Abend. Hallo. Hallo. Sie sind Autorin und Referentin zu diesem Thema, aber eine persönliche Frage, wann haben Sie Ihr letztes Twix gegessen? Also vor 2016 auf jeden Fall. Das wissen Sie so genau. Ja, das weiß ich tatsächlich genau. Ich mochte das auch noch nie so wahnsinnig gerne, deswegen war das jetzt kein großer, schmerzvoller Verlust. Was wäre denn ein schmerzvoller Verlust oder was war ein schmerzvoller Verlust? Ich glaube ein Rocher. Rocher, okay. Ja, so hat jeder auch da seinen individuellen Favoriten. Ein herzliches Willkommen auch an Professor Dr. Med. Jörg Spitz. Hallo, Herr Spitz. Sie sind Ernährungsmediziner und jetzt kommt's, hochinfektiöser Gesundheitserreger. Das müssen Sie erklären. Ja, also diese Bezeichnung habe ich noch nicht so sehr lange, weil im Laufe der Jahre habe ich immer mehr Ausbildungen gemacht, immer mehr Bezeichnungen bekommen und irgendwann habe ich gesagt, das geht nicht, das also draufzusetzen. Was mache ich denn wirklich? Und dann ist mir eingefallen, ich bin also wirklich ein hochinfektiöser Gesundheitserreger und ich hoffe, dass ich heute auch Sie anstecke, damit wir möglichst die Gesundheit als Zentrum haben, um das wir uns kümmern, ohne dass wir uns darum kümmern müssen. Das ist fast nicht machbar, aber ich werde es im weiteren Verlauf erläutern, wie das geht. Und dass das Thema ein großes Thema ist, sieht man auch daran. Ich habe Sie jetzt natürlich durch die Sendung kurz vorab kennengelernt, aber ich kannte Sie vorher auch schon durch ein YouTube-Video. Das hat, glaube ich, mittlerweile über 7 Millionen Aufrufe zum Thema Vitamin D. Ja, also das ist der große Auftritt gewesen. Ich habe also irgendwann in Hinterhöfen angefangen vor 20 Jahren, als ich aus der Schulmedizin rauskam und dort schon mit dem Thema Vitamin D unterwegs war. Aber dann gesehen habe, dass Anfang dieses Jahrtausends Vitamin D einen kompletten Paradigmenwechsel gehabt hat, nämlich, dass es nicht ein Vitamin ist, was wir essen können, sondern ein Hormon, was wir selber in der Haut produzieren. Und dann habe ich mal rumgeguckt und dann war in Deutschland nichts davon bekannt. Dann habe ich ein Buch darüber geschrieben, liegt auch jetzt wieder eins auf dem Tisch, das ist das vierte oder fünfte Nachdruck. Habe dann 2 Kongresse darüber in Berlin gemacht, und zwar in Berlin, um die Abgeordneten einzuladen, die dann alle nicht gekommen sind. Und, jetzt haben wir eine Erklärung.
und habe mich dann aber immer weiter in die Materie eingearbeitet. Habe sehr bald gesehen, dass Vitamin D natürlich wichtig ist, aber dass sehr viele andere Dinge auch wichtig sind. Und auf diese Weise bin ich immer breiter dann in die Materie eingestiegen. Und habe dann eben gesehen, dass das Problem, was wir heute haben, kein medizinisches ist, sondern wir haben ein Problem in der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist abgerutscht. Sie bietet dem Einzelnen nicht mehr die Möglichkeit, sich artgerecht, das heißt menschengerecht zu verhalten, genau, und auch eben nicht menschengerecht zu ernähren. Darüber wollen wir sprechen in dieser Sendung. Darüber wollen wir sprechen. Auf jeden Fall herzlich willkommen, wie gesagt, hier in der Runde. Schön, dass Sie da sind. Ein ebenso herzliches Willkommen an Uwe Knob. Hallo, Herr Knob. Hallo, grüß Sie. Willkommen in Düsseldorf. Sie sind Ernährungswissenschaftler und Buchautor. Richtig. Ja, was gab es bei Ihnen heute zum Mittagessen? Heute gab es nur Brötchen, sonst nichts. Oh. Ja, genau. Oh, ja, geht schon im Publikum raunenlos. So Brötchen, die bösen Brötchen. Ja. Die bösen Weizenbrötchen, genau. Ja, schön, dass Sie da sind. Und bin sehr gespannt auf das, was Sie zum Thema zu sagen haben. Und last but not least, Stephen Acuff. Ich habe das richtig ausgesprochen, Herr Acuff? Richtig. Sie haben ja aber vorher gesagt, dass Stephen oder Steve, man kann beide Versionen wählen. Beides, ja. Das müssen Sie kurz erklären? Ja, es ist ein bisschen wie Duzen und Siezen, kann man sagen. Okay, dann bleiben wir beim Stephen Acuff. Herr Acuff, herzlich willkommen in Düsseldorf. Danke. Sie sind auch Ernährungsberater, so ein Smoothie-Mixer immer im Koffer dabei und frisches Gemüse und Obst. Ja, ich bin tatsächlich Ernährungsberater und ich mache das seit etwa 40 Jahren und habe immer wieder festgestellt, wie kräftig der Ernährungsfaktor ist bei der Bewältigung von Krankheiten. Und wie ja Herr Spitz gerade gesagt hat, es ist eine Gesellschaftsstörung, die wir jetzt haben. Und wir versuchen das so weit wie möglich, einen Menschen nach dem anderen zu helfen, indem wir zeigen, welche Nahrung der Körper haben möchte. Deswegen habe ich ein Buch geschrieben, ist auf Englisch. Ich werde wahrscheinlich im Herbst die deutsche Ausgabe fertig haben. Und es geht darum, wie wir erstmal die Naturgesetzmäßigkeiten verstehen und dann versuchen, uns danach zu richten. Statt zu tun, als könnten wir die Natur und diese natürliche Ordnung einfach selbst bestimmen. Ich möchte gerne mit einer Frage starten an alle, Frau von Aufschneider. Und zwar, warum Ernährung als Berufsthema? Also Ernährung ist ja ein Thema, das tatsächlich wirklich auch sehr triggernd ist, was auch sehr anstrengend ist. Und vor allem, die meisten Konzepte, und darum soll es heute Abend ja auch gehen, sind ebenso schwer in der Praxis umzusetzen. Also wie sind Sie zu diesem Thema gekommen? Also ich bin ja zu dem Thema nicht über die Gesundheit, sondern über die Krankheit gekommen, nämlich die Tatsache, dass unser Sohn erkrankt ist an einer Zahnschmelzerkrankung. Und habe dann festgestellt, dass Ernährung wahnsinnig wichtig ist in diesem Krankheitsbild und vielen anderen Krankheitsbildern auch. Und ich setze mich primär damit auseinander, warum eigentlich das Wissen in der Gesellschaft nicht mehr vorhanden ist, was dann gesunde Nahrung ist und welche Mechanismen in der Wirtschaft im Hintergrund laufen. Und das ist also nicht ganz eine klare Beratung rund um die Ernährung, sondern eher darum, wie die Großkonzerne und Wissenschaftler manipulierend im Hintergrund eingreifen und das Wissen darum dann nicht mehr vorhanden ist. Und das hatte ich mir gar nicht so selbst ausgesucht. Ich bin ja eigentlich Unternehmensberaterin und habe ein eigenes Unternehmen mit meinem Mann zusammen und mache Coaching für Großkonzerne, also eigentlich was ganz anderes. Und bin halt, wie gesagt, da so über die persönliche Geschichte rangekommen. Das heißt, die Großkonzerne, die beraten Sie jetzt immer noch? Ich mache das weniger tatsächlich, einfach weil es ethisch nicht aus anderen Gründen auch nicht mehr ganz so vertretbar ist für mich. Wobei ja bei Nestle da vielleicht einfach auch mal Expertise gefragt wäre. Ich habe den Finanzsektor primär unter mir gehabt oder vor mir. Da komme ich beruflich eigentlich auch her. Ich komme aus dem Investmentbanking eigentlich. Ja. Finde ich grundsätzlich im Moment auch nicht mehr so ganz passend. Ja. Herr Spitz, warum beschäftigen Sie sich mit diesem Thema Ernährung? Was hat Sie da getrieben? Gab es auch einen Schicksalsschlag in Ihrem Leben? Ja, aber der ist eigentlich nicht mit der Ernährung verbunden, sondern ich bin als Arzt natürlich immer unterwegs gewesen mit dem Thema Gesundheit.
habe eine besondere Ausbildung, die nicht üblich ist, die Nuklearmedizin, weil in der Nuklearmedizin wird nicht ein bestimmtes Organ betrachtet, sondern wir betrachten immer den gesamten Körper und haben dadurch eine andere Information. Und ich habe auch ein Dienstleistungsinstitut gehabt. Das heißt, ich habe die Neurologen bedient, ich habe die Pädiater bedient, ich habe die Kardiologen bedient. Das heißt, ich habe eine relativ breite Basis gehabt und bin dann in die Einzelheiten eingestiegen und habe gesehen, dass die Ernährung zwar sehr wichtig ist, aber sie ist nicht schwieriger als die Bewegung. Und sie ist auch nicht schwieriger, als sich draußen in der Sonne aufzuhalten. Es sind alles Bereiche aus dem täglichen Leben, die aus diesem täglichen Leben herausgefallen sind, weil wir ein anderes Leben konstruiert haben. Die technische Entwicklung, die wir gemacht haben, das ist eine tolle Geschichte. Aber der alte Goethe hat schon gesagt, wo viel Licht ist, ist viel Schatten. Und das Problem ist, dass wenn wir also nur noch mobil mit Mobilen unterwegs sind, dann sind wir nicht mehr draußen. Wenn wir alle einen sitzenden Arbeitsplatz haben, dann bewegen wir uns nicht mehr. Das heißt also, es sind vielfältige Probleme, die alle nicht da waren, solange wir in einer ehemals artgerechten Umwelt gelebt haben. Wir mussten uns immer frisch ernähren, weil es gab keinen Kühlschrank. Wir mussten draußen rumlaufen, die Nahrung sammeln. Die Nahrung war auch nicht an einer Stelle, wir mussten also wirklich laufen. Wir mussten draußen in die Sonne gehen, weil die Sonne draußen war und. Das heißt also, all das, was uns heute so schwer fällt, ist damals furchtbar leicht gewesen. Herr Knopp, Ernährungswissenschaftler, warum? Genau, das war damals ganz pragmatisch. Nach der Schule, Zivildienst, habe ich mich gefragt, was will ich denn eigentlich werden? Mir ist relativ wenig zu dem Zeitpunkt, zu dem Alter eingefallen, wo ich meine Interessen und Vorlieben auch in Richtung Berufsausbildung bringen konnte. Bis ich dann gemerkt habe, ich esse gerne, ich trinke gerne, also studiere doch Ernährungswissenschaft. Und dementsprechend habe ich das dann gemacht, ganz pragmatisch. Und musste dann während des Studiums und auch danach feststellen, dass man im Studium der Ökotrophologie, heißt das, also Ernährungswissenschaftler, ist der Diplom-Ökotrophologe. Ernährungsberater zum Beispiel kann sich jeder nennen, der auch gar keine Ahnung von irgendwas hat, von der Wissenschaft. Das ist kein geschützter Begriff. Und dann wurde mir am Ende des Studiums klar, die wesentlichen Dinge, die bei dem Thema Ernährung relevant sind, die werden gar nicht vermittelt. Das heißt, ich habe mir das dann alles autodidaktisch selbst noch beigebracht und dann in Bücher, Vorträge und verschiedene Publikationen gegossen. Kurzum, es ist so, die Ernährungsforschung, die Ernährungswissenschaft ist so ein schwacher Forschungszweig, die extrem vielen Limitierungen unterliegt, sodass es keinerlei wirkliche echte Beweise für gesunde Ernährung gibt. Das nennt man die Kausalität, Kausalevidenz, ist heutzutage in allen Bereichen übrigens ein großes Thema. Denn was es gibt, und davon jede Menge in alle Richtungen, das sind Korrelationen, das heißt statistische Zusammenhänge, wie zum Beispiel, es gibt weniger Kinder und es gibt weniger Störche, ist eine Korrelation, aber es gibt keine Kausalität, also eine Ursache-Wirkungsbeziehung. Und das ist genau das System, was in der Ernährungswissenschaft genutzt wird, nämlich Beobachtungsstudien, die ausschließlich Korrelationen liefern. Und das in alle Richtungen, aber es gibt keinerlei Kausalevidenz, also keine wissenschaftlich harten, belastbaren Beweise für gesunde Ernährung. Und deshalb sage ich, und das ist dann praktisch das Credo, was ich vertrete, jeder Mensch isst anders, mit dem zweiten S in Klammern. Das heißt, es gibt so viele gesunde Ernährungen, wie es Menschen gibt. Jeder muss sie für sich finden, aber es gibt keine Blaupause, was gesunde Ernährung ist. Und vor allem weiß auch niemand, was gesunde oder ungesunde Lebensmittel sein sollen. Das sind alles nur Hypothesen und sonst nichts. Und das habe ich mir dann zur Mission gemacht, dahingehend aufzuklären. Und das als letzten Satz noch, weil für mich persönlich ist Ernährung die wichtigste Hauptsache der Welt. Das ist der Trieb Nummer eins unseres Körpers, unseres menschlichen Daseins, noch vor der Sexualität. Und da sollte sich beim besten Willen niemand reinreden lassen, sondern immer versuchen, den bestmöglichen Kontakt zu seinem Körper zu haben, um zu schauen, was tut mir gut, was vertrage ich, und das ist gesund und ansonsten gar nichts. Herr Eckhardt. War das Thema bei Ihnen Zufall? Das kam mal davon, dass ich sehr neugierig bin. Ich habe als junger Mann einen Vortrag besucht, wo über gesunde Ernährung gesprochen wurde. Und das schien mir alles sehr logisch und vernünftig. Ich dachte, ich werde das ausprobieren eine Woche. Ich hatte keine Probleme, aber ich habe gemerkt, gleich innerhalb von einem Tag,
dass es mir sehr gut getan hat. Und nach 50 Jahren plus mit dieser Erfahrung merke ich, dass viele Leute lieber eine Woche das mit mir debattieren wollen, als eine Woche ausprobieren. Und man soll es einfach ausprobieren, sehen, was passiert. Also ich habe mit der Ernährung angefangen und dann gemerkt, was mir gut getan hat. Ich habe mit der makrobiotischen Ernährung angefangen. Das war 1971 und das war eine Zeit, als die Makrobiotik in Deutschland und sonst wo in Europa und USA sehr beliebt wurde. Können und Sie sagen, was das ist, makrobiotische Ernährung? Die makrobiotische Ernährung basiert auf Energie. Also man versteht die Ernährung teils als Biochemie, aber auch als Energie. Zum Beispiel bestimmte Lebensmittel haben eine wärmende Wirkung und andere eine kühlende. An einem heißen Sommertag, da möchte man nicht viel Fleisch essen. Das bewirkt eine starke Erhitzung. Das ist die Zeit für Salate, so, um ein Beispiel zu geben. Und wenn es sehr kalt ist, brauchen wir Wärmendes. Also diese Energie, es wird Yin und Yang genannt. Yin ist die Energie von Kälte, Winter, Nacht. Yang ist die Energie von Tag, Sommer, Wärme. Und man versucht, so ein Gleichgewicht zu schaffen. Über die Jahre, ich habe so angefangen, und weil es mir so gut gegangen ist, habe ich gedacht, ja, das ist die Energie, denn das geht mir gut dabei. Aber da habe ich immer mehr Erfahrung gemacht und habe mich immer mehr für die Biochemie interessiert. Und dann deckt sich das auch sehr gut. Ich war über mehrere Jahre, von so 88 bis 93, in der Habichtswald-Klinik in Kassel tätig als Ernährungsberater. Man hat eine makrobiotische Ernährungsform eingeführt. Aber die Behörde hat das nicht akzeptiert, denn die meinten, das wäre so eine extreme, also fast wie Kulternährung. Und es war einfach gesunde Ernährung. Dann haben wir noch mal einen Antrag gemacht und haben es Vitalkurs genannt. Und das wurde sofort akzeptiert. So, man muss mit der Bürokratie richtig umgehen. Und im Grunde genommen ist naturbelassene Nahrung. Aber bestimmte Dinge sollte man beachten, wenn man jetzt mit Krankheit zu tun hat. Denn es ist immer wieder das Problem, dass die Menschen ihre Gewohnheiten haben. Wir sind soziale Menschen. Und man kann einsehen, dass eine bestimmte Ernährung gesund ist, aber wir machen trotzdem weiter das, was uns krank macht. Und die Frage, warum? Und ich habe also versucht, über die Jahre dann immer mehr zu lernen, dass ich das erklären kann. Denn es kommen meistens Menschen mit Gesundheitsproblemen zu mir und die wollen die Verantwortung selbst übernehmen. Was können sie selbst machen? Manchmal, weil die Schulmedizin einfach nicht weiter weiß. Und dann kann ich helfen, so diese Selbstheilungskraft zu fördern. Und das haben wir alle in uns. Bevor wir da weiter einsteigen, Herr Eckhoff, würde ich gern von Frau Aufschneider, hören, wie Sie sich ernähren. Was liegt bei Ihnen jetzt auf dem Tisch? Also bei uns ist das wahrscheinlich relativ nah an dem, was Sie beschreiben. Also vollwertig naturbelassen ist im Prinzip so das Zauberwort. Also alles, was mehr als zwei Zutaten oder drei Zutaten hat, kaufen wir einfach nicht mehr. Wir haben also viele Rohstoffe, die wir einfach selber dann weiterverarbeiten. Also ein typisches Mittagessen bei Familie von Aufschneider? Stir-fry zum Beispiel, also was? Gebratenes Gemüse mit Reis. Oder also wir essen sowohl deutsch als auch international. Mein Mann hat indische Wurzeln und Sprite. Also entsprechend breit gefächert ist das bei uns. Also im Prinzip ist der Grundsatz, wir verarbeiten die Nahrungsmittel selbst. Wir kaufen es frisch, haben viel Kräuter mit drin, viel Gewürze. Zucker ist Mangelware bei uns. Komplett? Ja, wenig. Also ich mache Marmeladen selber und da ist ein bisschen Zucker noch mit drin. Aber ansonsten kaufen wir keine Sachen, wo Zucker drin ist. Das heißt, wenn Sie sagen, kein Zucker, bedeutet das auch, also kein Fruchtzucker, kein Kokosblütenzucker, kein Ahornsirup? Haben wir also ganz wenig. Also wir haben so ein bisschen also Apfelmus oder also solche Sachen, da ist ja auch Fruchtzucker dann drin natürlich. Das ist dann morgens im Porridge oder im Müsli drin. Also getrocknetes Obst gibt es viel bei den Kindern. Also es ist auch nicht so, dass ich da dogmatisch bin und wenn die auf dem Kindergeburtstag sind, denen das verbiete, dass sie dann eine Süßigkeit essen. Also das haben wir am Anfang gemacht,
Und das ist natürlich dann auch nicht immer so einfach durchzusetzen. Und mittlerweile sind wir da ein bisschen entspannter, aber die Kinder sind nun auch nach 5 Jahren relativ gut daran gewöhnt und wissen auch selber, wo die Grenzen sind. Herr Spitz, kochen Sie selbst und wenn ja, was? Also ich kann mich da anschließen, das hat Ulrike gesagt, das passt mir also ganz gut. Und, Sie kennen sich schon, ne? Wir kennen uns, ja. Wir sind über Ihr Buch zusammengekommen, wo ich ein Vorwort geschrieben habe. Das war also so toll, dass Sie das als Nicht-Fachmännin oder Fachfrau für Ernährung das zusammengetragen hat und alles auch sauber belegt hat. Das ist das Buch Kranke Kinder. Das Buch? Und zeigt? Ja, wir können es auch nachher in die Kamera halten, aber ja. Okay. Und was ich esse, ist im Grunde genommen, ich esse nichts mehr, wo ein Etikett drauf klebt. Also wer nach einem Leitfaden sucht, wie er sich ernähren soll, dann ist das wirklich eine ganz fundige Geschichte, ist nichts, wo ein Etikett draufklebt. Weil das hat jemand anders in der Hand gehabt, der hat es verändert. Und wenn man Lebensmittel, die ja mal Lebensmittel waren, bearbeitet, dann wird häufig Nahrung daraus. Und diese Nahrung hat nicht mehr die Qualitäten, die Lebensmittel vorher hatten. Das heißt also, mit jedem Schritt wird es schlechter. Es werden entweder Dinge zugesetzt, die wir uns nicht bekommen, oder es fliegen Dinge raus, die man aus der Fertigungstechnik nicht braucht oder die man reintut, weil es preisgünstiger ist. Und von daher ist weiterverarbeitete Nahrung in der Regel nicht gesund. Und wir konzentrieren uns auf gesunde Lebensmittel. Das sind schwerpunktmäßig Gemüse. Da ist natürlich auch mal irgendwo ein Stück Brot oder so dabei, aber es gibt ja auch riesige Unterschiede, ob man Gummibrot hat, was entsprechend oder ob man einen 3 Tage lang Teig, 3 Tage geführten Teig hat, aus dem ein Vollkornbrot gebacken wird. Ja, das heißt, diese Fermentationsvorgänge, die seit Tausenden von Jahren bekannt sind, wenn man die hineinnimmt, das sind weiterverarbeitete Lebensmittel. Aber das, was die Industrie macht, das ist wirklich nichts Gutes. Herr Knopf, sind Sie auch so streng? Nein, überhaupt nicht. Und ich finde es auch bislang ein bisschen sehr dogmatisch, so die Einteilung hier, das Böse, da das Gute. Also wenn man sich die reine wissenschaftliche Datenlage anschaut, dann sieht man, wie gesagt, zum einen Beweise für gesunde Ernährung im Allgemeinen gibt es keine. Und sogar selbst die großen ernährungswissenschaftlichen Institutionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die hatte ich vor eins meiner Bücher angefragt, die haben alle unisono auch festgestellt, die Einteilung in gesunde und ungesunde Lebensmittel ist nicht möglich. Das braucht man nicht. Grundsätzlich bin ich absolut dafür zu sagen, je frischer, je naturbelassener, desto besser. Aber nicht auf der anderen Seite sagen, das, was Etiketten hat, das, was Zucker hat, das, was verarbeitet ist, ist automatisch böse. Das ist Quatsch, weil es dafür keinen wissenschaftlichen Beweis gibt. Und dementsprechend ist alles, was Sie in Deutschland kaufen können, per se erstmal sicher und für jeden Einzelnen verfügbar. Wir haben die Auswahl und das sollten wir zu schätzen wissen. Das heißt, Sie können das kaufen, Sie können es aber auch liegen lassen. Viel wichtiger ist die individuelle Verträglichkeit. Und wenn Sie einen sensiblen Darm zum Beispiel haben und Sie vertragen nicht viel Rohkost, Sie vertragen nicht viel Ballaststoffe, da kann es sein, dass Sie mit Blähungen, mit Krämpfen irgendwann beim Gastroenterologen sitzen. Von daher, man sollte sich nicht zu sehr mit den einzelnen Stoffen, mit den einzelnen Lebensmitteln oder mit irgendwelchen Philosophien wie Makrobiotik, Low Carb, Keto, Vegan, Paleo, Ernährung beschäftigen, weil das alles größtenteils frei erfunden auf Hypothesen basierende Ernährungskonzepte sind, sondern viel wichtiger ist immer der Blick auf das Individuum. Also die intuitive Ernährung, das ist etwas, was ich schon seit 15, 20 Jahren versuche zu vermitteln. Das ist eine Ernährungsform, die darauf abzielt, was passt zu mir? Welche Chronobiologie habe ich? Wann kann ich etwas essen? Wie gut kann ich das verdauen? Kann ich vielleicht im Sommer auch gut Fleisch essen und habe dann keine Probleme damit? Das heißt, nichts gilt für alle gleichermaßen. Wir 5 am Tisch hier haben ganz andere Ernährungsformen. Der eine frühstückt, der andere nicht. Und von daher geht es nicht darum, rumzudiskutieren, was ist gut, was ist schlecht, wo ist was drin, wie kann man was bewerten, sondern die Frage ist, was tut mir gut, wie habe ich Kontakt zu meinem Körper, wie spüre ich, wann ich echten biologischen Hunger habe, worauf ich Lust habe und das Allerwichtigste ist die Verträglichkeit. Was Sie nicht vertragen, ist nicht gut für Sie, egal wie frisch das ist, was Sie
sie richtig gut vertragen und es geht ihnen nach dem Essen gut, damit fahren sie gut. Und es können natürlich auch Produkte aus dem Supermarkt sein, denn wir leben alle nicht mehr schön brav irgendwie auf dem Land und denken uns, was machen wir heute? Ach, gehe ich mal in den Garten und pflück mal ein bisschen was. Sondern jeder hat auch teilweise stressige Leben und von daher geht es darum zu schauen, welche Ernährungsform passt individuell am besten zu mir und zu meinem Lebensstil, zu meinem Lebensumfeld und womit komme ich am besten klar. Und man sollte sich frei machen von dieser Einteilung, hier ist das Gute, da ist das Böse, das ist die gute Ernährung, das ist die schlechte. Das ist alles nur hypothetisch, denn dafür gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis. Und abschließend noch ein Punkt, was wir vorab, glaube ich, auch noch mal ganz klar darstellen müssen, ist Gesundheit oder Krankheit ist ein riesengroßes multifaktorielles Konstrukt. Und die Ernährung ist in unserer Welt, wo wir ja abgesättigt sind, ein kleiner Teil. Das heißt, wie viel Stress haben Sie? Das ist wesentlich wichtiger. Wie gut geht es Ihnen? Wie ist Ihr Sexualleben? Wie viel Geld haben Sie auf dem Konto? Was ist Ihre Peer Group? Wie sind Sie eingebettet in Ihr Umfeld? Welche Schadstoffkontamination erhalten Sie und so weiter und so fort. Und die Ernährung ist nur ein klitzekleiner Teil und wir sind in Deutschland wie im Schlaraffenland bestmöglich versorgt. Und von daher sage ich immer, wisse lieber die Vielfalt und die Übervielfalt zu schätzen und wähle das aus, was du willst, aber höre nicht auf andere. Also wenn ich da jetzt mal eingrätschen darf. Bitte, also, Frau von Aufschneider, Sie also, rutschen schon ganz nervös auf dem Stuhl. Also ich würde jetzt, wenn ich nicht besser wissen würde, sagen, Sie sitzen hier für den Konzern Nestlé oder Coca-Cola. Also das ist ein hervorragendes Plädoyer, was Sie hier gemacht haben. Ja, ja. Sie führen auf der einen Seite an, dass es keine Korrelation gibt oder nur Kausalitäten. Und auf der anderen Seite sagen Sie aber auch die großen Ernährungsverbände. Also ich habe mir ja nur die Ernährungsverbände angeguckt, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung oder das österreichische oder schweizerische Pendant. Das sind alles gekaufte Lobbyveranstaltungen. Das hat mit gesunder Ernährung gar nichts zu tun. Da können Sie auch in die Universitäten reingehen und sich die generellen Ökotrophologie Universitätskurse angucken. Das ist also schon etwas schwierig. Ich habe studiert, ich weiß es. Genau. Ja. Es geht nur um sagen, gesunde oder ungesunde Lebensmittel, also, die Einteilung. Dazu sagen, dass es völlig egal ist, was wir hier in den Supermärkten sehen, ist alles sicher und das kann jeder essen und da gibt es keine Probleme, würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Nee, es gilt ja auch für das Individuum. Es gilt ja auch immer für das Individuum, das sage ich ja. Natürlich kann nicht jeder alles kaufen und alles vertragen. Ich kaufe selbstverständlich auch nicht alles. Ich kaufe keine Tütensüppchen oder irgendwelche fertigen Trockenprodukte oder sowas, sondern Frische und Vielfalt steht doch im Fokus. Nur es gibt keinen Beleg dafür, dass irgendetwas, was im Supermarkt steht, nachgewiesenermaßen gesundheitsschädlich ist. Außer man hat vielleicht Allergien, Unverträglichkeiten oder man hat gewisse Krankheiten. Und in dem Kontext wurde in der Diagnose festgestellt, okay, das und das ist für das Individuum nicht verträglich. Aber alles, was Sie kaufen können, ist per se erstmal nicht schädlich, sonst wäre es nicht da. Also da gibt es einen alten Grundsatz, der schon von den Griechen kommt, das Maß macht es aus. Absolut. So, und dieses Maß wird eben häufig in der industriell gefertigten Nahrung überschritten. Und das ist das Problem. Die Vielfalt unterstreichen wir gerne, aber wenn eben in Fertignahrung überwiegend Omega-6-haltige Fettsäuren sind, dann ist das Maß überschritten. Und wir wissen heute exakt, dass Omega-6-Fettsäuren im Körper Entzündungen auslösen. Und Entzündungen sind die Mutter aller Krankheiten. Und von daher sollte ich tunlichst eben mich so ernähren, dass ich eben keine Omega-6-Schwerpunkt in meiner Ernährung habe. Und das kann man umsetzen, das ist kein Thema. Also von daher so pauschal sagen, ist egal, was ich esse, es bekommen mir alles. Das ist sicherlich so nicht. Sie können nicht den Leuten empfehlen, liebe Leute, versucht so wenig Omega-6-Fettsäuren wie nur möglich zu essen, dann seid ihr auf einem guten Weg in Richtung Gesundheit. Das ist doch viel zu klein gedacht. Also das, sowas mit sowas kann ich persönlich aufgrund der Datenlage allein und vom gesunden Menschenverstand überhaupt nichts anfangen. Jetzt möchte ich aber weil es ist immer auch eine lange Phase und keiner isst ja dauernd Produkte mit Omega-6-Fettsäuren. Jetzt wäre aber die große Frage, die ich mir stelle und sicherlich auch unser Publikum hier in Düsseldorf und auch zu Hause, warum gibt's denn keine Kausalevidenz? Sie wird einfach nicht gemacht und deswegen ist es dann auch nicht schädlich, oder? Also das habe ich noch nicht verstanden. Ich versuche mich kurz zu fassen. Das liegt einfach an dem Studiensystem. Der Goldstandard ist die RCT, die randomisierte klinische Studie. Die ergibt Kausalitäten. Die kann man in der Ernährungsforschung nicht durchführen. Warum? Weil
man zum Beispiel keine Placebo-Lebensmittel geben kann oder verblinden kann. Jetzt sind wir schon sehr, sehr wissenschaftlich. Also man kann die nicht durchführen, das geht nicht systematisch, sondern man muss auf Beobachtungsstudien ausweichen. Beobachtungsstudien bedeutet, Sie haben meinetwegen 100.000 Leute und dann fragen Sie die einmal am Anfang der Studie, schreib doch mal auf, was hast du die letzten 7 Tage gegessen? Dann machen die einen Fragebogen, füllen den aus, schreiben das rein. Das heißt, das ist die Datengrundlage, die niemand überprüfen kann. Niemand weiß zum Beispiel, ob das, was die Leute angegeben haben, wirklich stimmt. Dann geht man in 10 Jahren hin und korreliert, also sucht statistische Zusammenhänge. Wer hat meinetwegen viel Omega-6-Fettsäuren gegessen und sieht dann, oh, die haben vielleicht 15% mehr Herzerkrankungen. Und dann hat man früher immer direkt kausal daraus geschlossen, Omega-6-Fettsäure-Ernährung macht Herzkrankheiten. Das kann man aber nicht. Man kann nur sagen, es gibt diesen statistischen Zusammenhang. Da könnte auch stehen, die, die viele schwarze Strümpfe angezogen haben in diesen 10 Jahren, hatten mehr Herzinfarkte. Deshalb sind schwarze Strümpfe auch nicht kausal dafür verantwortlich. Das heißt, es gibt ganz viele Limitierungen, die es nicht erlauben, dass man den Goldstandard der Studien durchführt, um letztlich Kausalität zu generieren, sondern man hat immer nur Beobachtungsstudien, die Korrelationen liefern und die lassen ausschließlich Hypothesen zu nach dem Motto, diejenigen, die am meisten Bananen essen, leben am längsten. Ist es jetzt die Banane oder ist es der ganze Rest rundherum? Das weiß man nicht. Und mittlerweile ist die Wissenschaft auch so weit, dass sie sagt, wir müssen abgehen von diesem Konzept, dass einzelne Lebensmittel betrachtet werden. Jetzt geht man hin auf Ernährungscluster. Also was könnte eventuell alles zusammenpassen, um gesund zu sein? Kurzum, dieses Forschungssystem ist einfach bemitleidenswert, weil es keine Beweise liefert und das auch niemals liefern kann, weil man solche Studien gar nicht durchführt. Das wäre dann ja aber die Kritik am Forschungssystem. Nee, das ist keine Kritik, das ist eine Darstellung. Das ist einfach nur eine Darstellung. Die Kritik liegt daran, dass immer wieder fehlinterpretiert wird, nämlich aus einer Korrelation wird suggeriert, es gäbe eine Kausalität. Ballaststoffe verlängern das Leben. Ballaststoffe verhindern Krebs. Solche Aussagen gibt es nicht. Man kann höchstens sagen, könnten eventuell vermutlicherweise Krebs verhindern, aber wir wissen es nicht, weil wir diese Studie also, euer Ehren, da muss ich intervenieren. Das stimmt einfach nicht. Doch. Die Aussage, dass wir in der Ernährungslehre keine doppelten placebo-kontrollierten Studien machen können, das ist Pharmakologie. Aber wir können sehr schön randomisieren. Und aus einer randomisierten Studie kann man sehr schön Schlüsse ziehen. Welche Kausalität gibt es dann? Genau. Eine Kollegin in Australien, eine Neurologin, hat ihren Patienten, die eine Depression hatten, gesagt, pass mal auf, wir machen mal einen Versuch. Es heißt immer, ihr könnt nicht durchhalten, ihr esst jetzt mal mediterrane Ernährung. Also ein Ernährungscluster, kein Einzel. So. Und die anderen, die machen ein bisschen Bewegung, ein bisschen Yoga. Ein Jahr lang. Und dann hat man anschließend wieder geschaut, wer hat Depression, wer hat keine Depression. Und siehe da, diejenigen, die die Ernährung geändert hatten, nämlich mediterran, von der wir wissen, dass sie antientzündlich ist, die hatten zu 50% keine Depression mehr. Also wenn das kein Beweis ist, dann weiß ich nicht mehr, was noch Beweis ist. Ja, es ist eindeutig zuzuordnen. Und was noch dazu kommt, dass wir bitte schön nicht dieses Pharma-Modell auf die Ernährung umlegen, sondern bei der Ernährung geht es um Dinge. Bei der Ernährung geht es um natürliche Stoffe, teilweise auch Substanzen, die im Körper vorhanden sind. Da muss ich nicht überprüfen, ob das irgendwelche Nebenwirkungen so haben kann, sondern ich weiß, was Eiweiß im Körper macht. Ich weiß, was Zucker im Körper macht. Ich kann es exakt im Labor nachprüfen. Und von daher kann ich einen ganz anderen Ansatz fahren, weil ich nämlich weiß, was den Menschen passiert. Noch einmal, es gibt genügend Studien inzwischen, die gezeigt haben, mit einem bestimmten Ernährungsverhalten bekomme ich nicht nur präventiv etwas hin, sondern ich kann damit therapieren, zum Beispiel Alzheimer. Herr also Eckhoff, ich würde gerne einmal und dann Frau von Aufschneider einmal Sie reinholen und fragen, macht Herr Knupp sich das zu einfach? Yes, ja, das tut er. einfach ist gut. Ich wollte zu seiner Aussage was sagen, nämlich, dass die Ernährung ein kleiner Faktor ist und beispielsweise Stress wichtiger ist. Wenn wir es ganzheitlich betrachten, und das sollten wir tun, dann wissen wir, dass ein Nervensystem, das ausreichend versorgt wird mit den Nährstoffen, die gebraucht werden, wie Omega-3, Vitamin D und so weiter, dass dieser Mensch mit Stress besser umgehen kann und dass die Heilung von einer Krankheit kann nur im Parasympathikus stattfinden. Das heißt, ein entspannter Zustand.
Und das kann durch Meditation und sonst was kommen. Aber die Ernährung wirkt sehr stark auf unsere Möglichkeit, mit Stress fertig zu werden. Ich habe es auch immer wieder erlebt bei meinen Klienten. Und also die Ernährung darf nicht zu so untergebuttert werden, denn das ist das, was unsere Gesundheit entscheidet. Und zwar deswegen, weil die Darmbakterien, was man heute Mikrobiom nennt, das ist Faktor Nummer eins, ob wir gesund leben oder nicht. Denn das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Autoimmunkrankheiten. Und das fängt im Darm an. Der Professor Fasano von Harvard Universität hat schon Mitte der 90er Jahre darauf hingewiesen, dass leaky gut, also löchriger Darm, die Hauptursache von unseren modernen Krankheiten ist. Und wir wissen, dass eine ballaststoffreiche Ernährung ist notwendig, damit eine gesunde Darmbakterienkultur sich aufbaut. Denn mit Fett und Eiweiß hat man keine Ballaststoffe. Also es geht darum, dass man immer genau die richtige Mischung von Kohlenhydraten, Fett und Eiweiß findet. Denn zu wenig Kohlenhydrate bedeutet zu wenig Ballaststoffe für eine gesunde Darmkultur. Und deswegen möchte ich auch aus meiner Erfahrung sprechen, dass die Ernährung sehr viel ausmacht. Ich habe neulich von einem Mann erlebt, der war selbstmörderisch, wollte also sich umbringen und hat sich entschieden, sich zu verhungern. Hat also nichts gegessen. Nach 2 Tagen ging ihm so gut, dass er nicht Selbstmord begehen wollte. Ja. Jawohl, jawohl, sehr schön. Glückwunsch. Ja. Frau von Aufschneider. Also es gibt, also auch da würde ich gerne auch nochmal reingrätschen, also es gibt eine ganze Reihe von Studien, sowohl Populationsstudien, also wo man sich ganze Bevölkerungsgruppen angeguckt hat, das hat der Weston Price gemacht vor 120 Jahren oder was auch immer, oder 100 Jahren, der ist rumgegangen und hat, ich weiß nicht, 10 Jahre lang sich indigene Bevölkerungsgruppen angeguckt und also weltweit mehrere Populationsgruppen hat sich angeguckt, was essen die denn eigentlich, und hat das runtergebrochen auf Mikronährstoffe und Makronährstoffe. Und das verglichen, und das war sein Auslöser, wie ist der Gesundheitszustand und die Ernährung der amerikanischen Bevölkerung zu dem Zeitpunkt. Also das ist zum Beispiel eine große Korrelationsstudie. Ja, Korrelation, genau. Populationsstudien, wo man natürlich, wie man sagt, ein Basket sich angeguckt hat, also mehrere Faktoren. Das ist natürlich, kann man auch sagen, die gesunde Luft und was auch immer, wobei die Amerikaner die zu der Zeit ja nun auch noch hatten. Und dann gibt es Individualstudien, die sind ja teilweise auch verfilmt worden. Da gibt es zum Beispiel den Super Size Me, also ja, oder auch den Sugar, ja, also den Film, wo Super Size Me war dieser Dokumentarfilm von einem Typen, der hat irgendwie 4 Wochen lang, genau. Ja, das ist aber schon, ist ewig her, ne, gefühlt. Ja, der ist, glaube ich, 10 Jahre alt oder sowas. Und dann gibt es eine ähnliche Studie, eine Selbststudie von einem aus Australien, der dann praktisch Zucker gegessen hat über 6 Wochen. Und zwar den Zuckerverbrauch oder Konsum der durchschnittlichen australischen Bevölkerung mit 40 Zuckerstücken pro Tag. Und das ist medizinisch begleitet worden mit einem Ärzteteam. Also das N gleich 1. Bitte? Ja. N gleich 1. Ja, ein Mensch und einer macht ein Riesenexperiment. Also, naja, aber ich meine, also dann können wir sagen, da brauchen wir überhaupt gar nichts machen. Ja. Ja? Weil ich meine, wenn natürlich. Wir sagen, wir können weder Populationsstudien uns angucken, also Bevölkerungsgruppen, noch Individuen, dann brauchen wir gar nichts machen. Doch, dann können wir natürlich einfach die Türe aufmachen und sagen, Nestlé, bitte bedienen Sie uns. Wir freuen uns über Ihre verpackten Produkte. Es geht um die Interpretation. Und vielleicht, um noch mal eine Basis klarzustellen, damit wir hier nicht verschiedene Dinge vermischen. Wir müssen 2 Gruppen auseinanderhalten. Zum einen die gesunden Menschen, die keine Krankheit haben, die nicht zum Therapeuten gehen. Das nennt man Primärprophylaxe. Also können die mit Ernährung Krankheiten verhindern oder sich gesund halten. Und das ist mein Spezialgebiet, da finden Sie keine einzige Studie, die irgendeine Kausalität beweist, dass mit der Ernährung oder den Nährstoffen oder mit den und den Lebensmitteln Sie Ihre Gesundheit erhalten und Krankheiten vorbeugen. Das gibt es nicht. Was anderes ist, wenn Sie kranke Menschen haben, da zählt die Praxis wesentlich mehr als die Studienlage. Weil, um das Beispiel nochmal aufzugreifen mit den Depressiven, man weiß ja gar nicht genau, was haben die denn vorher eigentlich gegessen, vielleicht weil die
die so depressiv waren, nur Ravioli im dunklen Hütchen, viel Zigaretten geraucht, getrunken und dann werden die auf einmal in eine gute Ernährung gebracht. Natürlich hat das einen Effekt, das ist doch völlig klar. Bei kranken Menschen muss man immer schauen, kann eine Ernährungsintervention Teil eines multimodalen Therapiekonzeptes sein. Correct. Und dann sieht man oft, es hilft, Dinge wegzulassen oder andere Dinge hinzuzufügen. Aber da sind wir bei der Behandlung von Krankheiten und da ist Ernährung auch wiederum nur ein Baustein. Wenn wir Gesunde uns anschauen, ja, wozu ich gehöre, vielleicht Sie auch, für uns gibt es keine Studie, keine Belege, die zeigen, ernähr dich so und so, dann bleibst du gesund, verhinderst du Krankheiten. Nein, man muss schauen, was vertragen sie gut, was bekommt ihnen und die Lebensmittel wählen, die einem am besten mittel- bis langfristig bekommen. Und dann bleibt man auf der sicheren Seite. Und das muss man unterscheiden. Bin ich gesund, dann bin ich Herr im eigenen Hause, was die Ernährung angeht. Bin ich krank und ich finde keine Lösung, dann muss ich zum Therapeuten. Und dann kann Ernährung immer ein Baustein der Therapie sein, keine Frage. Eine Ernährung ist ein Baustein des Lebens, ja, schlicht und ergreifend, wie die Bewegung. Und von daher, ob er krank ist oder nicht krank ist, es ist das Gleiche. Wir brauchen alle eine gesunde Ernährung. Ja. Das ist eine. Kommen wir zurück zur Prophylaxe. Absolut. Ja. Vielleicht haben Sie mal von den Blue Zones gehört. Ja, das sind, sind Regionen, wo die Leute einfach ein gesundes Leben führen. Sie bewegen ihren Hintern, sie sind draußen im Freien, sie müssen arbeiten und sie ernähren sich mit einer bestimmten Art und Weise, die wir heute mediterran nähern. Meinen Sie jetzt so die Inseln der Hundertjährigen, also so Okinawa und also Okinawa das, und so. Ich glaube Sardinien noch. Sardinien noch gibt es fünf oder sechs Blue Zones, wo die Leute zufälligerweise alle in einer ähnlichen Art und Weise sich ernähren und das ist extrem vorbeugend für ein langes Leben, ein gesundes Leben. Die stehen mit 80 oder so auf dem Feld und sind aus Freude mit an der Arbeit. Also wir wissen, welche Faktoren für uns gut sind und welche schlecht sind. Dass Sie sagen, individuell muss man es variieren, kann es variieren, absolut d'accord, keine Frage. Ja. Denn wenn ich einem was reindrücke, was ihn persönlich nicht bekommt, hallo. Ja. Eben. Und was die Blue Zones angeht, da sehen Sie, Sie haben es ja schon gesagt, Ernährung ist ein Teil davon. Die laufen rum, die sind mit 80 noch auf dem Feld, die essen noch Fleisch, die trinken viel Milch und so weiter, weil sie die Tiere dort vor Ort haben, teilweise, wenn Sie Sardinien zum Beispiel angucken. Und man findet meiner Erkenntnis nach wenig zusammenfügende Elemente. Aber was zählt, ist einfach dieser Lebensstil, der ganzheitlich positiv ist. Und darum geht's. Man hat sie gefunden, darum deswegen sind sie ja Blue Zones. Ja, weil die Menschen dort alle über 100 werden. Aber man kann nicht sagen, die in Okinawa oder Sardinien, die haben ähnliche Ernährungskonzepte. Aber es ist das Ding ist ja, also ich habe das jetzt mal, ich möchte gerne ganz kurz was dazu sagen, weil interessanterweise, darüber bin ich natürlich auch bei der Vorbereitung zu dieser Sendung gestolpert, dass eben die Inseln der Hundertjährigen, da kommen eben, also das ist eben nicht nur die Ernährung jetzt, also steht es zumindest in den, ich habe das aus den Quellen, die ich da gefunden habe, sondern die haben keinen Ruhestand, die werden bis ins hohe Alter gebraucht, da gibt es keine Altersheime, da gibt es einen sozialen Zusammenhalt, da gibt es irgendwie eine ganz andere familiäre Struktur. Das heißt, also da sind die Alten nicht irgendwie aussortiert. Gut, da werden wir, das habe ich gesagt mit den Altersheimen, aber das ist, glaube ich, ja, und so verstehe ich Sie jetzt wiederum, dass man immer das Ganzheitliche dann an der Stelle betrachten muss. Und trotzdem würde mich nochmal interessieren, Ernährung, ich meine, das habe ich ja selber erlebt, ist ja nicht nur Ernährung im Sinne von ich weiß, was mir gut tut, sondern es ist ja ein riesen Suchtfaktor damit drin. Also wenn ich jetzt, ich gestehe jetzt, ich habe heute Morgen zu meinem Hafer-Cappuccino eine Zimtschnecke gegessen. Ui. Ja, die hat saugeil geschmeckt, aber die war sicher nicht gesund. So, jetzt aber die Frage, sie hat mir geschmeckt, also sie hat mir in dem Fall gut getan, ich habe mich damit wohlgefühlt. Trotzdem habe ich das Gefühl, mache ich das, starte ich damit in den Tag, so wie heute, habe ich den ganzen Tag weiter Hunger auf Süßes. Exakt. Da sind wir bei der Sucht. Das heißt also, ich esse über den Tag, weil ich nicht sehr diszipliniert und sehr bewusst bin, viel mehr Zucker, als wenn ich die heute Morgen nicht gegessen hätte. So, das sind Fakten. Ja, das ist jetzt das Problem ist, dass Sie sich selbst ein schlechtes Gewissen machen, die Zimtschnecke wäre ungesund. Dafür gibt es keinen Beweis. Also sollten Sie einfach lockerer dran gehen. Nee, die Industrie, dafür, wie gesagt, kann man sich diesen Zuckerfilm zum Beispiel ganz gut mal angucken, da wird das ein bisschen beleuchtet.
nimmt sehr viel Anstrengung auf sich, um ganz genau auszutarieren, wie hoch der optimale Zuckerkonsum bzw. Zuführung sein muss für ein bestimmtes Produkt, damit es genau den Süßigkeitsgrad, also im Mundgefühl erreicht, so dass es ein euphorisches Gefühl, also Endorphine ausgeschüttet werden, aber nicht einen Sättigungspunkt im Körper erreicht. Und damit schafft man eine Abhängigkeit. Und das wird großflächig an Probanden ausgetestet und in die Produkte dann so eingearbeitet und großflächig industriell rausgerollt. Also natürlich hat man dann ein Suchtproblem. Und dann weiß ich natürlich auch gar nicht mehr, will ich diese Zimtschnecke jetzt essen, weil sie mir gut tut, oder will ich sie essen, weil mein Körper süchtig ist. Das ist ja nach der, ich weiß nicht, 10. Zigarette ja. Oder wenn man eine Alkoholproblematik hat, genau das Gleiche. Da würde man ja nun auch nicht sagen, Alkohol ja. Macht keine Probleme, da haben wir keine Studien. Ja, aber der große Unterschied zwischen Zigaretten und dem Essen ist, dass man auf Zigaretten verzichten kann. Auf Alkohol kann man verzichten, aber keiner kann auf Essen verzichten. Und das ist die große Schweinerei dabei. Ja, wenn man die Leute süchtig macht, die werden immer rückfällig, weil sie immer wieder essen müssen. Also ein Riesenproblem, und da haben wir noch einiges zu tun. Da haben wir wirklich noch einiges zu tun. Aber das ist auch wieder so absolut, wie soll ich das erzählen? Also, dass Ernährung süchtig macht, ja, ist schon mal per se Quatsch. Es gibt keine klar nachgewiesene Sucht, zum Beispiel Zuckersucht oder irgendetwas. Per se ist es so, natürlich müssen wir essen, das ist ja normal. Ja, jeder von uns braucht bestimmt 3000 bis 4000, manche Arbeiter noch viel mehr Kalorien, und die müssen sie erstmal zu sich nehmen. Also ich glaube, bei 3000 bis 4000, wirklich, da würde ich, glaube ich, in diesen Stuhl nicht mehr reinpassen. Ja, sie sind ja kein Bauarbeiter. Ich sage ja, manche, je nachdem, wie sie arbeiten. Ein normaler Mann hat vielleicht 2500, das sind auch nur ganz grobe Richtwerte. So, das heißt, wir haben von der Biologie den Hunger bekommen, den viele mit Sucht verwechseln vielleicht, ja, weil wenn sie Nachschub brauchen, ihr Körper, dann entwickelt er einen Hunger, und der wird immer stärker und stärker, und dann sollten sie das essen, worauf sie wirklich Lust haben und was sie gut vertragen. Und wenn es eine Zimtschnecke ist, dann essen sie sie. Ich bin mir sicher, kein Mensch wird dauernd das Gleiche essen. Genau. Sie müssen sich nur frei machen von diesem kleinen Warnmännchen im Kopf, das immer sagt, oh, das ist böse, das darfst du nicht, das ist ungesund, weil es dafür keinen Beweis gibt. Das ist einfach so. Und Essen macht doch nicht süchtig, sondern wir müssen essen, um zu überleben. Darf ich Sie fragen, ob Sie die Pathophysiologie des Zuckerstoffwechsels kennen? Entschuldigung, die Pathophysiologie des Zuckerstoffwechsels offensichtlich nicht. Damals im Studium bestimmt gelernt. Für die Praxis zum Essen braucht die kein Mensch. 2023 sind wir, nicht damals im Studium. Ja, genau. Heute wissen wir, was da passiert. Zeigen Sie mal Beweise, dass irgendein Mensch durch Zuckerkonsum krank geworden ist. Oder Krankheiten bekommen hat oder gestorben ist. Ja? Also okay. Ich kann da, wie gesagt, einfach nochmal für Sie diesen Film empfehlen. Ja, ein Film, mit dem Leute Geld verdienen wollen und wo ein konstruiertes Experiment mit einem Männchen nachgeführt wird. Wir haben Korrelationen, nochmal, und das sollte sich jeder ganz genau merken. Immer bei allem, was Sie lesen, schauen Sie, ob es eine Korrelation ist, ein statistischer Zusammenhang, oder ob es tatsächlich eine Kausalität ist. Denn worum es am Ende des Tages geht, sind die klinisch harten Endpunkte, so nennt man das. Also Herzinfarkt, Schlaganfall, ja, Krebs und Mortalität. Und man weiß heute ganz klar, insbesondere der härteste aller Endpunkte, das ist die Mortalität, die Sterblichkeit, sie finden keine gravierenden Unterschiede bei der Mortalität, wenn sich Leute so oder so oder so ernähren, bei uns in den westlichen Ländern. Und es gibt keinen einzigen Beleg dafür, der sagen kann, ernähr dich so und so, dann bleibst du länger gesund oder dann lebst du länger, außer die Tatsache, dass du das essen sollst, was du wirklich gut verträgst und dir keinen Kopf machen sollst, weil das schlechte Gewissen, was den Leuten eingeredet wird, ist der größte Trigger für Stress, und die Angst vorm Essen, die ist sehr, sehr kontraproduktiv für die Gesundheit. Also Sir, ist Ihnen bekannt, dass die Lebenserwartung in Amerika rückläufig ist? Und haben Sie eine Erklärung dafür? Nee, ich bin kein amerikanischer Epidemiologe. Heute geht es um Ernährung und wie kann die Gesundheit fördern, ja oder nein? Und welche Belege dafür? Aber es ist ja, was ich gut finde, ist, ich meine, dass es wird kontrovers diskutiert, und das ist auch meine Wahrnehmung, die ich seit vielen Jahren habe, seitdem ich mich mit diesem Thema beschäftige. Wenn ich alleine darüber nachdenke, was es bedeutet hat, als ich damals gesagt habe, dass ich auf Fleisch verzichte, da war der Moment, ich habe sehr gerne Fleisch gegessen, und plötzlich vor 13 Jahren war dieser Moment da, ich konnte es nicht mehr essen.
essen, von einem Augenblick auf den anderen. Ich kann es auch heute nicht mehr essen. So. Aber wenn ich mir überlegt habe, was da im Gegenwind kam, teilweise von Kollegen, wieso isst du kein Fleisch? Oh, du bist aber kein, komm, eine schöne Currywurst. Wie oft habe ich diese blöden Sprüche gehört, wo ich gedacht habe, komischerweise haben die, die Fleisch essen, viel mehr ein Problem mit mir als umgekehrt. Ich hätte doch ein Problem damit haben sollen, dass ihr noch Fleisch esst, habe ich aber nicht getan. So. Ja, und das ist aber dieses, also ich, was ich gut finde und was sich an diesem Tisch heute auch zeigt, genau diese Kontroverse, und deswegen ist auch so wichtig, dass wir darüber reden, und ich würde von Herrn Eckhoff einfach nochmal jetzt auch gerne hören, so dieses, also grundsätzlich Ernährung als etwas, was krank macht. Ja, Sie sagen ja, das ist Quatsch, wenn ich das richtig übersetze. Nee. Ja, okay, aber so habe ich das auf jeden Fall verstanden. Zucker macht nicht krank, das macht nicht krank, dieses, man kann letztendlich ganz alles kurz, essen. Es gibt keine Kausalität, keine Beweise für die Allgemeinheit. Für den Einzelnen, für den Einzelnen kann das immer gefährlich sein. Aber ich würde gerne nochmal Ihre... Ja, gerne. Was mir zu kurz kommt bei dieser Diskussion, ist, dass wir eine Intuition in uns haben, die wir fördern müssen. Zum Beispiel, ich bin seit über 50 Jahren Makrobiot, ja. Und nicht, weil ich durch die Welt gehe und denke, das ist schlecht und das soll ich nicht essen, sondern auf meinen Reisen und bei Einladungen habe ich alles Mögliche gemacht und es geht mir nicht gut nachher. Mein Körper teilt das mit. Das ist so, das ist meine Intuition. Perfekt. Und das ist das, was mich leitet, und ich erlebe das bei anderen auch, die mir von ihren Erfahrungen erzählen. Also wir gucken, was haben die Menschen als Tradition gehabt? Zum Beispiel in diesem Raum, in den Schweden, Schwarzbrot und Hafer, diese Produkte. Und wir gucken auf diese Tradition, nicht nur, was wir jetzt wissenschaftlich beweisen können. Wissenschaft ist wichtig, auf jeden Fall. Aber wir brauchen neben der Wissenschaft noch diesen Aspekt der Entwicklung der Intuition. Und dann weiß man, was einem nicht gut tut. Und aber da interessanterweise, das würden Sie ja so unterschreiben. Also, aber wo ist dann da trotzdem die große Differenz? Differenz ist nämlich, dass, also mir ist es egal, ob es wissenschaftlich bewiesen wird oder nicht, weil ich das spüre. Genau. Und, aber wenn ich das anderen klar machen will, ist es wichtig, dass ich das erklären kann. Aber ein Beispiel. Wir haben durch die Jahre immer wieder gehört, dass Cholesterin krank macht. Also sollen das vermeiden. Und 2014 hat die Gesundheitsbehörde der USA dann ganz locker gesagt, Cholesterin ist kein Thema mehr. Mit anderen Worten, vergessen Sie alles, was wir seit 30, 40 Jahren gesagt haben. Schönes Beispiel. Und so geht das. Rotwein. Also es hat geheißen, Rotwein ist gut fürs Herz. Und ich habe das so oft von Leuten gehört, dann, wenn die zu mir kommen in Beratung, dann sage ich, Alkohol ist nicht drin, wenn du gesund werden willst. Alkohol ist ein Gift. Aber Rotwein und Herz ist Quatsch. Und das wurde aber jahrelang erzählt und was seit etwa 2 Jahren. Jetzt heißt es, das stimmt alles gar nicht, was man über Rotwein gesagt hat. Alkohol ist ein Gift. Und das kann man sehr spüren, weil ich kaum Alkohol trinke, merke ich, wenn ich es ab und zu mal beim Anstoßen probiere, merke ich, dass es Gift ist. Ich spüre das im Kopf. Ich brauche nicht zu warten, bis das bewiesen wird. Also ich glaube, ich würde jetzt mal von den Positionen hier denken, wir sind uns alle ein, dass intuitiv jeder eigentlich weiß, wissen sollte, was für ihn am besten ist. Die Problematik ist nur, dass wenn man sehr viele verarbeitete Produkte isst, der Körper dann, das ist unsere Erfahrung und das ist, soweit ich weiß, auch das, was die Studienlage zeigt, wenn man sich Bevölkerungsgruppen anguckt, einfach nicht mehr intuitiv rausfinden kann, was gut ist oder schlecht. Ja, und ich kann das als Beispiel bei uns zum Beispiel sagen, wir haben ja, also nachdem diese Diagnose bei unserem Sohn kam, 2016 radikal unsere Ernährung umgestellt und ich habe alles, was verarbeitet war und nicht biologisch hergestellt war, rausgeschmissen, inklusive Zucker. Und habe dann angefangen mit Kraftbrühen und Gemüse und sowas. Und wir haben alle mindestens 2-3 Wochen lang extrem unter Kopfschmerzen und Entzugserscheinungen gelitten. Also ein Entgiftungsprozess. Ein Entgiftungsprozess. Und in der Phase hätte jeder von uns, wenn ich das zugelassen hätte, wieder zu den Nahrungsmitteln gegriffen, die wir vorher gegessen haben. Mhm. Einfach, weil sie uns dann in dem Moment, das ist nämlich genau das, was ja im Prinzip einen Entzug ausmacht, dann die Schmerzen oder die Symptome des Unwohlseins wieder praktisch verdecken.
Und deswegen kann ich nur sagen, danach war das durch. Ja? Jetzt ist es so, dass meine Kinder halt auch nach, wie gesagt, 5, 6 Jahren feststellen, wenn sie 2, 3 Süßigkeiten auf einem Kindergeburtstag essen oder es wirklich nur ein Stück Pizza da gibt, kommen die nach Hause und sagen, ich habe Bauchschmerzen. Es geht mir nicht gut, hat mir nicht geschmeckt. Ja? Aber das stellen die anderen Kinder nicht fest. Und zwar gar keins von denen. Und denen geht es trotzdem gut? Denen geht es nicht gut. Nee. Ja? Das alle ist genau gut. Der Punkt. Darüber habe ich mein Buch geschrieben, wie der Gesundheitszustand der Kinder ist. Ich habe auch ein Buch über Kindererernährung geschrieben und ich kenne die Studien sehr, sehr gut. Ja? Naja. Deswegen haben wir 60% zu fette Kinder, ne? Weil sie so gut geht. Das ist zum Beispiel wieder völlig falsch. Wir haben in Deutschland, wenn wir mal bei den Fakten bleiben wollen, 5,9% adipöse Kinder und Jugendliche, das heißt Fettleibige. 5,9%. Seit 10, 15 Jahren ändert sich daran gar nichts. Den Kindern und Jugendlichen in Deutschland geht es immer besser. Ja, sie lachen. Naja, es gibt keine andere Statistik. Das ist jetzt wirklich Schwachsinn. Also die Daten rund um Adipositas und Gewichtszunahme nach der Corona-Zeit sind die ganze Zeit in den Medien. Ja, da können Sie auch in jede Grundschule rein. Das sind doch keine belastbaren Daten. Wissen Sie, was Sie da gemacht haben? Sie brauchen nur einmal ein Band um den Bauch rummessen. Da werden die Eltern angerufen und gefragt und es sind Momentaufnahmen. Was Sie brauchen, sind Verlaufsstudien. Es gibt in Deutschland nur eine Verlaufsstudie. Vielleicht kennen Sie die nicht. Das ist die KIKS-Studie vom Robert-Koch-Institut. Die kennen Sie. Da müssten Sie die Daten ja kennen. Genau. Und mehr Verlaufsstudien gibt es nicht. Ja, immer schön. Wenn man nicht mehr weiter weiß, einfach dumm lachen, hervorragend. Nee. Also, es ist tatsächlich Ich denke, wir sollen jetzt fair bleiben hier. Aber es geht doch darum, das Robert-Koch-Institut ist ja nun ein Institut, wo man sagen kann, da ist ja auch in der Corona-Zeit nicht wirklich alles wir gut haben gelaufen. Diese Verlaufsstudie. Also, das muss man ja an der Stelle auch mal sagen. Da bin ich voll bei Ihnen. Nur, wir müssen noch bei den Fakten bleiben, wenn schon jemand Zahlen in den Raum wirft. Er sagte, 60% der Kinder in Deutschland sind zu dick, das ist Quatsch. Nochmal, wir haben diese eine Zahl, das sind 6%. Diese Zahl ist schon ein bisschen älter, vielleicht hat sich das geändert. Kleinere Studien zeigen manchmal in diese und in jene Richtung. Und das ist das Einzige, was wir haben. Wir brauchen Verlaufsstudien. Und die einzige Verlaufsstudie, wenn Sie sie kennen und Sie kennen die Zahlen nicht mehr, vielleicht haben Sie vergessen, 5,9% der deutschen Kinder sind adipös. Und jetzt kommt's ja noch, man kann da nicht einfach hingehen und sagen, ja, die essen zu viel Schnuckel und weiß ich was. Sondern man muss immer mal schauen, was sind denn das für Kinder? Die sind vorwiegend in sozial schwachen Schichten mit Migrationshintergrund. Warum ist es so? Es weiß niemand. So. Und es ist in keiner Weise belegt, dass irgendwelche Lebensmittel oder gar Süßigkeiten für diese Fettleibigkeit bei Kindern verantwortlich sind, weil sie nämlich wissen, dass, wenn sie versuchen, diese Kinder dünner zu kriegen bei den Therapeuten, das schaffen sie nicht, weil das größtenteils die Genetik ist oder andere Faktoren. Aber für diese kolportierten Behauptungen gibt es keinerlei Beweise. Herr Spitz, jetzt möchte ich Sie sagen 60, 5,9. Also wir müssen ja, dafür sitzen wir ja an diesem Tisch. Wir sitzen an diesem Tisch, um darüber, deswegen heißt es Fair Talk, auf Augenhöhe zu reden. Und das sollte uns doch gelingen. Deswegen. Also das Stichwort Genetik ist nun wirklich deplatziert. Wir haben im Jahr 2000 das humane Genom entziffert. Was rauskam, war, die Gene steuern uns nicht, sondern wir werden epigenetisch von der Umwelt gesteuert, von dem, was wir essen. Also genau umgekehrt. Und zu sagen, dass die fettleibigen Kinder einen genetischen Faktor haben, der sie fett macht, ist barer Unsinn. Entschuldigung, es ist barer Unsinn. Ja, das ist Ihre Sicht, sehen Sie. Tja, Stille im Saal. Nein, ich, also ich, das ist, so ist die Datenlage. Ich habe nicht das Genom geknackt und ich habe auch die Genetik nicht entdeckt. Also wir kommen ja, ich glaube, das Ding ist halt die Datenlage, das ist auch schon das Problem in der ganzen Corona-Zeit gewesen. Die Datenlage, die hat uns nun wirklich auch fast in den Abgrund geführt, muss man sagen. Sehr schöner Vergleich. Nein, das Thema Korrelation. Entschuldigung, Herr Knopf. Ich muss jetzt mal eins sagen. Sie reden doch von Intuition. Ich kann das, was ich hier gerade gesagt habe, auch nicht belegen. Ich kann nur sagen, was ich intuitiv über diese Zeit mir ein Wissen angesammelt habe, was ich fühle und wo ich denke, wenn mein gesunder Menschenverstand eingeschaltet wird, dann komme ich da zu einem Ergebnis. Das sage ich ja auch. Ich sage ja gar nicht, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. So. Aber was ich feststelle, und das kann ich auch immer wieder sagen, ob das bei mir in meiner eigenen Familie ist, ob das bei Freunden und Bekannten ist, wenn wir darüber reden oder wenn wir es auch sehen, wenn wir uns verabreden, in dem Augenblick, wo Kinder Zucker essen, passiert was mit diesen Kindern. Die werden hyperaktiv, die drehen durch. Und das ist einfach.
Und da wäre jetzt meine Frage, ich habe ja als Kind auch viel Schokolade gegessen, ja, weil ich Schokolade geliebt habe. Ich war jetzt nicht so das hyperaktive Kind, aber möglicherweise hat sich ja eben auch an diesen Lebensmitteln so etwas zum Negativen verändert, dass da mittlerweile einfach Sachen drin sind, die ja sehr wohl krank machen. Und da würde ich gerne mal zu Frau von Aufschneider gehen und sagen, Sie haben ja ein Buch Kranke Kinder geschrieben. Das ist ja auch ein dickes Buch. Was steht denn da drin zu dem Thema? Das ist jetzt schwierig, das zusammenzufassen, aber es ist tatsächlich so, dass natürlich also nicht nur der Zuckergehalt selbst ein Problem ist, sondern auch ganz viele unterschiedliche Zusatzstoffe, die mit reingegeben werden. Jetzt nicht unbedingt in die Schokolade, aber wenn man sich alleine die E-Nummern anguckt, da sind bei, ich weiß nicht, 10 oder 15, die zugelassen sind für Kinder ohne eine Höchstmenge als Angabe, Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, wie Asthma, wie Hyperaktivität und sonst wie, die werden da aufgeführt. Und das ist zum Beispiel ein roter Farbstoff, der also häufig reingegeben wird, aber auch andere Sachen. Woher soll ich als Elternteil das wissen? Ja, und die gehen halt auf den Kindergeburtstag, essen diese Sachen, dann wissen wir nicht, ist es nur der Zucker oder sind es auch die Zusatzstoffe oder sind es mehr die Zusatzstoffe als der Zucker? Das, was wir sehen, ich sehe das genauso bei unseren Kindern und auch den Kindern, die zu Besuch kommen, ist, wenn man denen eine Portion Zucker gibt, dann werden die einfach ja, etwas angeregter und stürzen später emotional eher ab. Uiuiuiui. Ja. Haben Sie denn Kinder? N gleich eins, nee, ich werde bald Vater. Und glauben Sie mir? N gleich eins. Ja gut, aber dann ja, natürlich, wir, aber, das ist aber, wovon, Kinder gebossen mit N gleich eins. Aber wovon reden Sie denn? Also wenn Sie sagen, Sie lassen keine Populationsstudien zu, weil sie halt nicht individuell messbar sind oder nicht verblindet gemacht werden können, aber die individuellen Erfahrungen lassen Sie auch nicht zu, dann lassen Sie gar nichts zu. Doch natürlich, nochmal, erstmal lasse ich alles zu, weil ich sehr liberal bin. Jeder kann seine Meinung haben, jeder kann machen, was er will. Und das ist ja auch das, was ich sage. Jeder muss seinen Weg finden. Mir geht es auch nicht darum, zu sagen, alles muss verteufelt werden, was aus diesen und jenen Ecken kommt, sondern es geht darum, die Dinge richtig klarzustellen und zu interpretieren. Zum Beispiel keine falschen Zahlen zu nennen, zum Beispiel den Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität ganz klar darzustellen und dann auch zu gucken, über wen reden wir eigentlich ganz konkret. Und natürlich sind Korrelationsstudien in der Ernährungsforschung wichtig und nötig, um Hypothesen zu generieren. Aber weiter kommen wir damit nicht. Das ist der Punkt. Und man kann nicht dann sagen, und dann machen wir jetzt einfach eine Kausalität draus und fertig. Das ist der eine Punkt. Das heißt, man muss das richtig interpretieren. Wir reden im Konjunktiv. Und da haben wir auch eine Rolle der Medien im Übrigen, weil die Medien, ich sage immer gerne, Journalisten lockt man nicht mit Konjunktivismen. Also die wollen keine Überschriften. Ja, Zucker könnte eventuell vermutlicherweise ein Kind vielleicht hippelig machen. Vielleicht ist es aber auch der Lebensstil, der Stress in der Schule oder das Handy oder die Spielerei oder sonst irgendwas. Ja? Das weiß man alles nicht. So, das ist der eine Faktor, Wissenschaft. Die Daten klar interpretieren und nicht den Leuten irgendeinen Quatsch erzählen. Die andere Ebene ist die N gleich 1, ja. Sie, natürlich können Sie machen, was Sie wollen und alles, was Ihnen und Ihren Kindern hilft, wunderbar, toi, 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 freut mich. Für Sie persönlich alle, keine Frage. Aber Sie können nicht hingehen und sagen, weil wir das so gemacht haben, deshalb ist das für die anderen bestimmt auch gut, weil die leben ganz anders. Sonst würde ich sagen, Leute, esst Chili, esst Knoblauch, esst Pfeffer, esst alles, was scharf ist, weil das hält mich schon seit über 50 Jahren gesund. Aber werde ich niemals machen, weil es N gleich 1 ist. Das ist meine Erfahrung. Ob das damit zusammenhängt, ja oder nein, weiß ich nicht. Und das muss man differenzieren. Die eigenen Erfahrungen, die für einen gelten, da braucht man keine Evidenz, keine Studien, und das, was wir an allgemeinen Daten haben. Und da sieht man eben ganz klar, es gibt keine Beweise, es gibt nur Hypothesen. Und das muss man auch ganz klar sagen. Es könnte sein, dass irgendetwas macht, und damit ist Schluss. Mehr kann man nicht sagen. Also vielleicht können wir uns auf ein Modell einigen, was auf allen Beinen hinkt, aber der Mensch ist keine Maschine, aber ich nehme gerne den Beispiel eines Autos. Man kann ein Auto sehr unterschiedlich fahren, ja, und man kann sehr wachsam sein, man kann vorsichtig fahren und so fort. Aber es ist keine Frage, dass dieses Auto Luftdruck braucht. Haben Sie einen platten Reifen, fahren Sie an die Wand. Es ist keine Frage, dass dieses Auto Öl braucht, weil sonst bleibt der Motor stehen. Sie brauchen Benzin und so weiter und so fort. Es gibt Eckdaten für die Physiologie des Körpers, die er braucht. Und wenn man diese Eckdaten nicht beachtet, läuft diese Karre aus dem Ruder, schlicht und ergreifend. Dass darüber hinaus eine große Variabilität ist, d'accord. Aber es gibt Eckdaten, die ganz klar beschrieben sind. Und wer sich danach hält, ist wesentlich besser dran. Darüber kann man variieren, aber an Eckdaten ist nicht zu zweifeln. Die gelten aber auch oft nur dann, wenn Mangel vorherrscht. Ja, ich kann vielleicht noch etwas hinzufügen.
Ich kenne die Körperdeutung von H.D. Bach. Da hat er ein Buch geschrieben, das heißt Sprechende Gesichter. Die Körperdeutung nach der naturheilkundlichen Lehre in Deutschland. Und ich kenne auch Bushin, das ist die fernöstliche Körperdeutung. Und man kann vom Aussehen her, kann man sehen, wie die Ernährung auf die Menschen wirkt. In Stockholm unterrichte ich das auf einem Institut für Naturheilkunde seit vielen Jahren. Und wenn Leute ihre Ernährung umstellen, dann sieht man, dass das aufgedunsene, geschwollene verschwindet. Man sieht an den Händen zum Beispiel, die Hand sollte die gleiche Farbe haben wie der Arm. Aber viele Leute haben eine rötliche Hand. Eine rötliche Hand bedeutet, du solltest etwas anders machen, egal wie es dir geht. Und weil ich viele Hände sehe, würde ich, wenn ich jetzt hier durch die... Ich packe meine jetzt unter den Tisch. Dann würde ich sehen, dass mehr als die Hälfte der Leute haben rötliche Hände. Und das bedeutet, da ist etwas nicht richtig im Körper. Und durch die Ernährungsumstellung, wo Zucker nicht mehr vorkommt, Milch ist giftiger als die meisten Leute an. Da macht der Körper sich selbst wieder gesund und das kann man tatsächlich sehen. Und ich würde dieses Buch von H.D. Bach empfehlen, denn vieles ist auf Englisch, aber H.D. Bach war Deutscher und hat seine Bücher auf Deutsch geschrieben. Er hat auch zwei sehr gute Bücher für die Heilpraktiker-Ausbildung geschrieben über Zungendiagnose. Und das andere Buch heißt Äußere Zeichen innerer Erkrankungen. Aber für die allgemeine Einführung ist Sprechende Gesichter ein gutes Buch. Aber für mich sind diese Bücher besonders gut, und auch weil ich das übernommen habe, weil ich Tag ein, Tag aus mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe, sehe ich, wie die Ernährung auf die Menschen wirkt und wie ihr Aussehen sich bessert durch diese Umstellung. Ja. Wie kommen wir zu dieser Intuition? Weil die Intuition ja genau das ist, das hat Frau von Aufschneider auch eben gesagt, darauf können wir uns alle hier einigen. Also nicht, dass wir uns hier am Ende alle einigen müssen. Ich glaube, das wird bei diesem Thema niemals funktionieren. Aber deswegen diskutieren wir es ja auch. Aber dennoch würde mich mal interessieren, da Sie das gesagt haben, und das kann ich auch unterschreiben, intuitive Ernährung. Sie haben das eigentlich als erstes reingebracht und trotzdem gibt es hier so große Kontroversen. Wäre dennoch wiederum meine Wahrnehmung, meine persönliche, dass bei mir meine Intuition erst besser geworden ist, seitdem ich vor 12, 13 Jahren angefangen habe, meine Ernährung umzustellen. Ich esse zwar noch die Zimtschnecke und ich versuche mir dann auch hinterher dafür nicht in den Hintern zu treten, aber wenn ich mir überlege, wie ich vor 13 Jahren noch gegessen habe, wie ich heute esse, muss ich sagen, diese Verbindung nach oben zu mir selbst, wie immer man das nennt, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die ist entstanden auch dadurch, dass ich mich sehr bewusst ernähre und jetzt mal, ich würde sagen, für mich genommen auch sehr gesund ernähre. So, daran hat ja jetzt aber die Industrie kein Interesse. Also das heißt, meine Vermutung, dass in den Lebensmitteln Dinge drin sind, die möglicherweise, wo die Grenzen immer weiter ausgereizt werden, um eben auch diese Intuition zu nehmen, weil ich wiederum viele Menschen kenne, die diese Intuition nicht haben und ich mich frage, wenn die sich alle so gut ernähren, warum haben die denn diese Intuition nicht, ja? Dann wäre für mich die Frage, also wie kommen wir da dann ran für die in so einem Teufelskreislauf drin sind, die eben tatsächlich zu oft Fastfood essen, die eben tatsächlich zu oft Zucker essen, die zu viel von dem Schlechten essen, die es nicht schaffen, irgendwie eine Ausgewogenheit hinzubekommen? Also im Prinzip ist es ganz einfach. Nicht die Industrie oder irgendwelche bösen Lebensmittelhersteller sind dafür verantwortlich, sondern im Grunde genommen diese Myriaden von selbsternannten Ernährungsberatern, wofür man keinerlei Ausbildung und gar nichts braucht, da können sie Finanzberater oder sonst irgendwas sein. Sie nehmen sich ein paar Studien, lesen die durch und sagen, hier ist meine Empfehlung, was Sie zu ernähren haben. Schauen sich die ganzen Influencer und so weiter an und jeder kolportiert etwas anderes. Die einen sagen zuckerfrei, die anderen sagen Low Carb, also wenig Kohlenhydrate. Dann gibt es so eine Fraktion, die sagen, Keto-Ernährung ist das Beste der Welt. Das heißt, die essen überhaupt keine Kohlenhydrate mehr. Da stellt sich der Stoffwechsel komplett um in eine sogenannte Ketose. Dann gibt es die Veganer, die sagen, alles vom Tier ist böse. Die Paleo-Köstler
Köstler, die sagen, oi, wie das damals in der Steinzeit war, das ist ganz toll. Und diese Fraktionen, ich nenne sie immer gerne, das sind halt so die, wie sagen wir, die selbsternannten Ernährungsgurus, die machen die Leute verrückt, weil die dann unsicher werden, oh, kann ich wirklich noch Kohlenhydrate essen? Ist Weißbrot böse? Ist Zucker böse? Ist Fleisch böse? Und dann verunsichert man und weiß nicht mehr genau, vertraue ich denn eigentlich meinem Körper? Eigentlich mag ich das ja. Eigentlich habe ich früher immer gern um 9 Uhr abends noch einen Teller Spaghetti Bolognese gegessen. Jetzt nach 18 Uhr, nach 20 Uhr, es sind Kohlenhydrate, es ist mit Fleisch, es ist abends, kann ich das überhaupt noch machen? Und diese ganzen Fraktionen von Ernährungsgurus, Ernährungsrichtungen, die wie Sand aus dem Meer sprießen, die verunsichern die Bürger. Und das ist das große Problem, dass jeder heutzutage im Internet besonders unter diesen ganzen Influencern, sozialen Medien, sich als Ernährungsguru positioniert aber das und kann ja behaupten, nicht, was er will. Aber das kann ja nicht das einzige Problem sein. Weil ich meine, diese Leute sitzen ja auch in Institutionen und in der Politik und überall. Ich meine, einen Wirtschaftsminister, der nicht weiß, was eine Insolvenz hat, einen Gesundheitsminister, der keine Ahnung von Gesundheit hat, anscheinend. So empfinde ich das zumindest. Also man kann ja jetzt nicht nur sagen, es sind die Influencer, sondern auch gerade, da stecken ja Interessen dahinter. Ja, verkaufen, massiv. Genau. Verkaufen, klar. Das Low Carb. Schauen Sie mal an, was Low Carb Nudeln kostet oder glutenfreie Nudeln. Ja, es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, 1 oder 1,5% Menschen, die haben Zöliakie. Ja, und die brauchen wirklich glutenfreie Lebensmittel. Dann wurde Gluten als völlig böse gehypt. Bücher wurden verkauft. Und jetzt verdienen die Hersteller von glutenfreien Nudeln und so weiter ein Schweinegeld, weil viele Leute Angst vor Gluten haben und wissen aber gar nicht, weil es nie diagnostiziert wurde, ob sie das überhaupt vertragen oder nicht. Und dann kaufen sie Spaghetti für 2 Euro statt für 50 Cent. Aber das ist ja ein Witz zu dem, was ich sage mal, Nestle-Konzern umsetzt. Also das ist ja... Also diese Extreme, bin ich absolut d'accord, ist verteufelt. Weder das eine noch das andere. Alle Extreme, ob jetzt vegan oder low carb oder sonst was, low carb nicht, sondern ohne, Keto. Das ist nichts. Aber noch einmal, die Basis und was dazu kommt, ist die allgemeine Situation der Gesellschaft. Gehen Sie doch mal auf den Bahnhof und versuchen Sie Ihre Individualität auszuspielen. Sie sehen Kohlenhydrate. Es funktioniert einfach nicht. Das, was Sie als gesund ansehen, was Sie essen möchten, kriegen Sie da nicht. Was, oder? Wieso denn das? Wenn Sie jetzt keine Kohlenhydrate wollen, dann kaufen Sie sich halt irgendwas und sagen, ohne Brötchen. Wo ist denn das Problem? Ein Brötchen? Ach, nein, ohne Brötchen. Nein. Da kaufen Sie etwas ohne Brötchen. Es gibt's aber nicht. Gucken Sie mal, die Currywurst. Ja, mit oben so viel drauf und unten. Genau. Nein, das ist das. Ich meine nochmal, wir leben im Schlaraffenland. Das ist das, was ich versuche immer darzustellen. Es wird eine Heidenangst geschürt. Die Leute, die haben Angst vor allem Möglichen, was sie sehen beim Thema Ernährung, weil die eine Fraktion sagt, oh, die Lebensindustrie, die will uns krank machen, die will uns kaputt machen, die verkauft uns so Scheiße. Die anderen sagen, oh, Low Carb und Keto und was weiß ich. Ihr müsst auf alles aufpassen. Und das ist das große Problem. Die Menschen werden verängstigt. Das heißt, und das ist das aus ihrer Sicht das Problem, und das ist der Nocebo-Effekt. Also, dass etwas schädlich ist. Unter anderem, ist. Genau. Und ich sage, liebe Leute, werdet euch mal darüber bewusst, in welchem Zeitalter wir leben, wie gut es uns geht. Das ist noch gar nicht so lange her. Ja, unsere Großeltern teilweise oder Urgroßeltern. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, genau. Also heutzutage leben wir im Schlaraffenland und jeder, und das ist das Wichtige, jeder hat die freie Wahl, das zu kaufen, was er will, und das, was er nicht will, lässt er einfach liegen. Ob das nur Rohkost ist oder verarbeitete Lebensmittel, kann jeder selbst entscheiden. Nein, er kommt mit 90%iger Wahrscheinlichkeit mit Industriemüll aus seinem Supermarkt. Ganz bestimmt nicht. Oh ja. Nee. Also wenn man sich anguckt, wo Mikronährstoffe drin sind, dann stellt man fest, die höchsten Konzentrationen, einfach einzelne Mikronährstoffe, Vitamin A, E, was auch immer, Kalium etc., sind in Wildkräutern und Wildobst. Ja, das ist das, wenn man jetzt zum Beispiel wieder auf den Weston Price geht oder auch diese Blue Zones, da kann man sich angucken, was essen die Leute? Ganz unterschiedliche Sachen, aber sie essen alle unverarbeitete, natürliche Produkte. Und wenn man das runterbricht auf diese Mikronährstoffe, dann stellt man fest, da sind die Konzentrationen drin. Und dann ist es auch egal, ob das jemand irgendwie im nordamerikanischen Raum ist, der jetzt sich von Robben und sonst was ernährt, ja, und eine Leber von so einem Tier isst, oder irgendwie jemand, der in Indien sich ganz vegan ernährt. Die Mikronährstoffkonzentrationen sind ähnlich, auch wenn das,
was sie da essen, ganz anders aussieht. Und das ist das Problem, wenn man sich die industriell verarbeiteten Produkte anguckt, das hatten Sie ja vorhin gesagt, dann stellt man fest, da sind keine Mikronährstoffe mehr drin. Einfach weil die Verarbeitungsprozesse diese Mikronährstoffe entweder zerstören, weil sie chemisch kaputt gehen, das ist bei vielen Vitaminen so, oder einfach rausgefiltert werden. Also viele von den Mineralstoffen sind wasserlöslich, die schwemmen raus, wenn man so einen Kartoffelstampf da in der Verpackung herstellt. Wie viele Menschen in Deutschland haben dann einen nachgewiesenen Mikronährstoffmangel und daraus resultierende Krankheiten? Da sind wir doch wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe, das kann man doch gar nicht belegen. Genau, und deshalb können Sie auch nicht sagen, das ist wichtig. Das ist doch genauso, wenn ich jetzt daherkomme und sage, wie viel Sauerstoff brauchen Sie dann am Tag? Haben wir gar keine Studie für. Ja? Also deswegen können wir alle das Atmen jetzt lassen. Das haben wir ja versucht jetzt in den letzten 3 Jahren. Also das ist doch eine völlig Das wäre das Gleiche, wie wenn Sie sagen, Sie essen nichts mehr. Dann sterben Sie, das ist völlig klar. Ja, aber auch das stimmt nicht. Es gibt Menschen, Lichtköstler, genau. Naja, aber da kann man jetzt auch wieder sagen, das ist ja Quatsch, weil darüber gibt es keine Studien. Ja, aber nochmal, wir müssen alles, wenn ich Sie verstehe, müssten Sie bei denen ja auch sagen, ist doch super, wenn das für die so funktioniert, weil die das intuitiv so machen. Natürlich, das sage ich doch die ganze Zeit. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwem abstreite, so zu ernähren. Sie kann doch sehr gerne all diese Wildkräuter und alles essen. Pflückt meine Frau auch immer im Wald. Finde ich super klasse. Esse ich gerne, wenn sie im Salat drin sind. Aber es geht darum, welche Empfehlung gebe ich der Menschheit. Und die kann nicht lauten, da sind viele Mineralstoffe drin, hier sind keine. Das müsst ihr essen, obwohl es keinerlei Daten gibt, dass in Deutschland irgendwer einen Mineralstoffmangel hat, geschweige denn deshalb krank wird, außer vielleicht spezielle Gruppen in der Geriatrie. Aber da sind wir bei einem ganz anderen Thema. Also Mineralstoffmangel Ich wollte gerade sagen, da würde ich gerne Herrn Mineralstoffmangel können Sie selbst vom Robert-Koch-Institut nachlesen, denn diese Studien gibt es in der Bevölkerung, was gemacht worden ist. Aber ich glaube, es gibt irgendwo eine Verbindung zwischen Ihnen beiden, nämlich was die Intuition angeht und das, was man braucht. Ulrike hat eben ganz sauber beschrieben, dass die Kinder, die dazukommen, eher zum Kindergeburtstag, dass die genau wie die eigenen dazu neigen, wenn sie diese Nahrung, die nicht gut ist, bekommen, anschließend aus dem Ruder laufen. Und dass die eigenen Kinder aber merken, dass es nicht schmeckt. Und das ist das Problem. Wir haben heute aufgrund dieser, ich sag jetzt mal, hart Intoxikation durch diese Ernährung, die keine ursprüngliche Ernährung mehr ist, haben wir das ursprüngliche Gefühl, von dem Sie ausgehen, das haben wir verloren. Ich bin bei Ihnen. Wir hatten einmal das Gefühl, was für uns gut ist. Aber es ist futsch, weil wir so wenig noch davon haben, dass wir es nicht mehr nutzen können. Wir können noch mal eine kleine Umfrage machen hier im Publikum. Wer von Ihnen traut sich denn zu sagen, ich vertraue beim Essen auf meinen Körper oder ich vertraue mir selbst nicht mehr? Also wer vertraut sich selbst beim Essen? Hebt mal bitte die Hand. Ich würde mal sagen, gut, ein bisschen, die Hälfte, ein Drittel. Worauf will ich hinaus? Das ist immer gerne ein Argument zu sagen, die Menschen können das nicht mehr. Hatte damals übrigens die DGE mir auch vorgeworfen. Ja, der Herr Knob, im Prinzip hat er ja so recht mit seiner intuitiven Ernährung. Aber die Menschen, die wissen ja gar nicht mehr, wie sie sich ernähren sollten. Und da habe ich bei der DGE gefragt, wo habt ihr denn die Daten? Woher wisst ihr das? Wieso könnt ihr sowas behaupten? Und da kam halt nie mehr was. Ja? Ich habe selbst mal eine Umfrage gemacht und habe das dann abgefragt. Da waren, glaube ich, 80%, die gesagt haben, wir vertrauen auf unsere Intuition. Und hier sieht man auch, es sind ungefähr die Hälfte bei dieser kleinen Gruppe. Die ist natürlich nicht repräsentativ. Aber zu sagen, wir wissen das alle nicht mehr, das kann man so auch nicht einfach behaupten, weil es dafür keine Belege gibt. Gut, das haben wir jetzt oft gehört. Ich möchte gerne weitermachen bei dem Thema Mineralstoffmangel. Und da werden wir auch bei Nahrungsergänzungsmitteln. Also wenn das, was wir, wenn wir das nicht mehr über die Nahrung zu uns nehmen, über Nahrungsergänzungsmittel zu uns nehmen müssen, wovon ich übrigens auch ein großer Befürworter bin. Ich sage als Moderator auch, wo ich stehe, damit alle, die am Tisch sitzen, das immer auch einordnen können, weil das ist immer genau das Problem, dass die meisten Moderatoren dann sagen gar nichts dazu, aber am Ende haben sie ja eine Meinung. Meine Meinung ist, ich nutze das und ich finde das gut und ich respektiere auch jeden, der sagt, er braucht es nicht. Ja. Auch in Ordnung. So, ich habe das Gefühl, für mich hat das einen Mehrwert. Was sagt denn da die Wissenschaft? Also ich möchte mal auf diese Wissenschaft zu sprechen kommen. Das ist mein Buch, Vitamin D. Einer der Nährstoffe, den wir selber herstellen können, aber nicht mehr herstellen, von der auch Mangel. Jetzt können Sie sagen, woher wissen, dass Sie Mangel haben? Wir haben es gemessen.
Das letzte waren 2 Millionen Daten, die wir aus 5 verschiedenen Labors bekommen haben, von deutschen Bundesbürgern, und haben gemessen, wie hoch der Vitamin-D-Spiegel ist. Und der ist bei etwa einem Drittel der Menschen ist er so niedrig, dass man fürchten muss, wenn sie die nächste Covid-19-Welle bekommen oder auch das nächste Grippe kommt, dass sie entsprechend im Krankenhaus landen. Das heißt, es sind objektive Daten, wo gemessen worden ist, dass wir hier den Mangel haben. Und dieser Mangel wird nicht behoben, weil die deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, es gibt von allem genug, wir brauchen nicht zu supplementieren. In die Sonne gehen, oder? Ja, und auch das funktioniert ja nicht mehr. Wieso? Weil die Menschen nicht mehr in die Sonne gehen, sie arbeiten drin. Und wenn sie rausgehen, kommen die Dermatologen und sagen, schmiert euch mit Sonnencreme ein. Sehen Sie, aber die Menschen könnten rausgehen. Sie könnten, ja, genau. Aber sie können nicht. Sie gehen nicht raus. Ja, weil sie Angst haben vor etwas anderem. Aber Vitamin D produziert jeder selber, da brauchen sie einfach nur in die Sonne rausgehen. Fakt ist, sie produzieren es nicht. Darum geht es. Sie haben es nicht. Und von daher müssen wir überlegen, wie diese Gesellschaft sich entwickeln kann, dass sie dem Einzelnen wieder die Nahrung gibt, die er braucht, um gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Und das geht nur über die Gesellschaft. Die Gesellschaft muss die Rahmendaten wieder bieten, dass jeder sich gesund ernähren kann. Und wenn er einkaufen geht, gesunde Lebensmittel bekommt und nicht von der Industrie veränderte Nahrung. Aber ich muss schon mal wieder den Teufel am Tisch spielen. Tut mir leid. Auch wenn Sie da Experte sind, über die Ernährung kann kaum einer seinen Vitamin-D-Spiegel decken, seinen Bedarf. Weil Entschuldigung, da ist fast das rede ich jetzt nicht davon. Wir reden hier von allgemeinen Nährstoffen. Ja, das ist ja das eine, weil Sie gerade sagen, dann müsste die Ernährung gesund sein. Das heißt, bei Vitamin D reicht es, wenn man in die Sonne geht. Das muss moderat sein. Man muss auch nicht ganz nackig sein. Sie lassen die Sonne auf sich einstrahlen und dann wird es produziert. Wenn man das nicht mehr macht, weil man Angst hat oder den ganzen Tag drin sitzt oder verhüllt ist und so weiter, dann kann es natürlich sein, dass man Supplemente braucht, um diesen Mangel auszugleichen. Aber generell, um auf Ihre Urfrage zurückzukommen, Vitamine, Mineralstoffe als Tabletten oder sonst was einzunehmen, braucht man nur, wenn man wirklich einen nachgewiesenen Mangel hat, der auch zu klinischen Erscheinungen führen kann. Dann sollte man das tun. Aber für den normalen Mensch sind diese Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, Mineralstoffe überflüssig. Okay. Nein, das stimmt nicht. Der Mensch kann nicht genug Vitamin D in der Haut bilden in der dunklen Jahreszeit. Genau, richtig. Und also wer in Deutschland auf die Sonne als Vitamin D-Quelle setzt, wird zu wenig haben. Und genau wie Herr Spitz gesagt hat, Vitamin D gehört zu den wichtigsten Nährstoffmängeln. Ja. Ein anderer Mangel ist Jod. 95% der Deutschen haben einen Jodmangel. Und die Wahl ist entweder Meeresalgen essen oder Meeresalgentabletten oder Jod als Kaliumjodid oder sonst was. Aber Jod ist nicht nur für die Schilddrüse wichtig, sondern auch trägt sehr viel dazu bei, ob man eine erhöhte Gefahr für Brustkrebs oder Prostatakrebs hat. Und das sind natürlich die beiden Haupttodesursachen bei Krebs in Deutschland. Also das Jodmangel ist verheerend und ich esse Meeresalgen jeden Tag. Ich nehme Jod nicht als Nahrungsergänzungsmittel. Ich weiß noch, als Tschernobyl passiert ist, da ist ein Freund von mir in Berlin, der hat einen Bioladen, der ist nach Schweden gekommen, hat die sämtlichen Algen aufgekauft, denn in Deutschland waren die Algen ausverkauft im Nu. Mhm. Viele Leute wussten, dass radioaktives Jod... Also so Chlorella-Algen, Spirulina-Algen, also diese Algen, das sind Mikroalgen. Okay. Ja, Mikroalgen sind auch gut. Das sind Frischwasseralgen. Das sind hier Meerespflanzen, okay. Wie Kombu. Und es ist ironisch, dass gerade in Deutschland das einzige Land, das den Verkauf von Kombu nicht erlaubt, weil der Jodgehalt hoch ist. Und 95% der Menschen brauchen das. Die Menschen, die Morbus Basedow haben, sollten auf jeden Fall aufpassen mit Meeresalgen. Das ist richtig. Aber wie viele Leute haben Basedow? Wenig. Aber wie viele Leute brauchen Jod? Wie viele Menschen bekommen Krebs, weil sie zu wenig Jod haben? Dieses Thema Nahrungsergänzungsmittel ist in der Tat sehr interessant. Das für mich habe ich mit der Ernährung angefangen und durch die Jahre habe ich dann verstanden, dass kritische Sachen wie Vitamin D, Omega-3, Jod ohne Algen, dass diese Dinge mit Nahrungsergänzungsmitteln gedeckt werden müssen. Sonst kriegen wir Mangel, aber wir merken das nicht. Wenn man einen Vitamin-D-Mangel hat, merkt man das nicht.
Das merkt man erst, wenn man entweder eine Blutanalyse macht oder man wird krank. Ja. Frau von Aufschneider. Also die Blutanalyse, und das ist ja das Interessante, also die klinischen Befunde werden ja ganz oft gar nicht gestellt. Also bei dem Beispiel Vitamin D ist es so, dass das keine klassische Kassenleistung ist in Deutschland. Der Test kostet 30 € und den muss man normalerweise aus eigener Tasche zahlen. Und wir haben ja die Problematik mit unserem Sohn gehabt und der hatte ja auch vorher immer mal wieder irgendwie so leichte Krankheitssymptome. Der hatte zum Beispiel Aften am Mund, also als ein Kind war 5, 6 oder 4, 5. Und dann habe ich darauf bestanden, dass er eine Blutanalyse bekommt und dann wurde gemessen Eisen und Vitamin D und diverse andere Mikronährstoffe und dann stellte der Arzt ganz erschrocken fest, dass er in allen Werten weit unter dem regulären Durchschnitt lag. Ja, ich hatte ihm das vorher mehrfach gesagt. Ich sagte, mein Kind hat doch hier bestimmte Symptome, können Sie nicht mal gucken? Und er sagte, nee, ist alles in Ordnung, der Durchschnitt ist also genauso wie unser Kind, kein Problem. Und das einfach zu der Problematik, dass einfach ganz oft die Patienten, ob das jetzt Kinder oder Erwachsene sind, zu einem Arzt gehen und sagen, ich habe ein Problem und der Arzt einfach regulär gar keine die Tests, die dann notwendig wären, gar nicht macht. Ulrike, sag bitte noch, was deine Kinder zur Ernährung, zu essen bekommen haben in ihren Institutionen. Du hast ja doch... Ja, gut, das ist halt einmal die ganze Palette rauf und runter, was heute im gesamten Catering-Bereich vorhanden ist. Nudeln, Reis, ja, also hochverarbeitete Produkte, das, was man in der Großküche halt herstellt. Ja, das wird ja alles von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in Ernährungsplänen dann runtergebrochen an die Caterer. Wir hatten eine Institution, die war DGE zertifiziert, also die hat sich dann an die DGE-Standards gehalten und wie ich dann hinterher festgestellt habe, mit nur Nahrungsmitteln, die, wie gesagt, leer waren in puncto Mikronährstoffe. Und wir haben zu Hause natürlich auch nicht wahnsinnig viel dagegen gesteuert, weil wir das ja nicht wussten. Weil ich habe ja die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, beziehungsweise das, was dann indirekt über die Presse reingegeben wird, nämlich alles passt, man braucht sich keine Sorgen machen, wir sind grundsätzlich gut abgedeckt. Wenn man sich so vage an die NIM5 hält, also fünf Portionen Gemüse und Obst, dann ist man gut versorgt. Wie groß diese Portionen sein sollen und ob das ein Zuchtapfel ist oder irgendwie ein Wildapfel, das wird ja gar nicht thematisiert. Mich würde dann auch noch mal interessieren, was hat sich seitdem Sie das umgestellt haben, bei Ihnen verändert? Also was sind dann die Erfolgserlebnisse? Die Erfolgserlebnisse sind, dass wir einfach grundsätzlich nicht mehr krank sind. Und die Zähne von den Kindern? Die sind mineralisiert, die haben sich alle ausgerichtet, sowohl bei der Tochter als auch bei dem Sohn. Der hat 2 ganz kleine Löcher hinten in den Backenzähnen jetzt gehabt, die jetzt, ja, 6 Jahren später, also da war irgendwie ein Restteil noch nicht ganz ausgehärtet. Ansonsten hat er ein Tippitoppi-Gebiss, das war ja der Auslöser, aber die haben auch ansonsten keine Probleme. Substituieren Sie irgendwas? Nein. Gar nicht? Chili. Noch nie, oder? Also? Chili, jede Menge Chili. Und wie sieht das bei Ihnen jetzt familienintern aus? Sind da alle mit dem, was Sie sagen, einverstanden? Oder ist Ihre Frau da zum Beispiel auf einer ganz anderen Schiene unterwegs und sagt, also ich nehme zumindest Vitamin C. Ich glaube, Vitamin C kann der Körper nicht selbst produzieren. Ne? Das ist das einzige Vitamin, was zugeführt werden muss. Das ist richtig. Das ist so. Ne? Vitamin C bekommt man nur über Nahrungsmittel oder eben nicht. So. Also wie wird das bei Ihnen zu Hause oder in der Familie gehandhabt? Natürlich gibt es immer wieder Diskussionen und Kontroverse, das ist klar. Aber letzten Endes soll jeder das essen, was er für richtig hält. Wir diskutieren ja dann nicht stundenlang über die Erkenntnisse der Wissenschaft, sondern meine Frau ist auch eher, wie ich schon sagte, in dem Bereich der sehr natürlichen Ernährung angesiedelt, auch mit vielen Wildkräutern und solchen Geschichten. Ich esse das auch gerne mit, aber trotzdem ist es nicht meine Ernährung, die ich bevorzuge. Aber auf der anderen Seite versuche ich weder sie zu missionieren noch umgekehrt, sondern jeder isst das, was für ihn am besten passt. Und wenn wir gemeinsam essen, dann suchen wir einen schönen Mittelweg. Also wunderbar. Worum es mir geht, ist ja nicht dem Einzelnen zu sagen, was er tun und was er zu lassen hat, sondern meine Mission ist, den Menschen klarzumachen, welche Beweise gibt es für gesunde Ernährung und wo gibt es keine. Was ist der Unterschied Korrelation, Kausalität? Sie sagten es auch schon, beim Thema Covid, Corona war das auch sehr, sehr gut, also wenn man das wusste. Also individuelle Beweise gibt es ja genügend. Das ja, haben wir N gleich heute 1, auch schon hier. Also N heißt die Anzahl bei Studienteilnehmern. N gleich 1 gilt alles. Was Sie für sich persönlich als top erachten, was bei der Familie läuft. Ich hatte auch schon mit Leuten zusammengesessen in Talkshows. Das waren Rohköstler durch und durch. Da hat der Vater allen Ernstes erzählt, abends freuen sich die Kinder auf das Sprossenbuffet. Da habe ich gesagt, ja wunderbar. Wenn das so ist, fein. Ja? Keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht, ob die Kinder den Eltern irgendwie ja, gutheißen wollen. Aber da war allen Ernstes der Konsens, die freuen sich, wenn abends die frischen Sprossen abgeschnitten werden. Das
ist deren Abendleckerei. Also bitte, das kann doch jeder machen, wie er will. Und natürlich führen meine Thesen oft zu Kontroversen. Und es ist sogar teilweise so, wenn Sie sich das Thema Kinderernährung anschauen. Mhm. Ich habe auch natürlich Bekannten, die Kinder haben und Ökotrophologen sind und so weiter, die meine Thesen kennen, die auch die Wissenschaft nachvollziehen können. Und dann lesen die das Buch und dann sagen die allen Ernstes, ja, ich glaube das zwar und wissenschaftlich ist es fundiert, aber ich traue mich das nicht, weil ich einfach nicht glauben kann, dass das nicht ungesund ist, dass das nicht das, der Brokkoli muss doch rein, ich muss doch hier Schiffchen bauen, um das Gemüse in das Kind zu kriegen und so weiter und so fort. Und das ist das große Problem, die Verunsicherung der Menschen durch tausende Stimmen, die alles Mögliche behaupten, ohne jegliche Evidenz. Und ich sage Schluss mit diesem Kanon, sondern versuch mal wieder herauszufinden, was willst du, was ist gut für dich, wenn du ein Kind hast, was ist gut für dein Kind. Selbstreflexion, Intuition lernen, sich selbst kennenlernen, seine Körperbedürfnisse kennenlernen, den Hunger, Lust, Verträglichkeit. Das ist es, worauf es ankommt und nicht irgendwelche Mikronährstoffe zählen und gucken, was könnte gefährlich sein, was nicht, sondern was tut mir gut, wo fühle ich mich mit zufrieden, was vertrage ich und das vor allem mittel- bis langfristig und nicht auf ein, zwei Tage oder drei Wochen bezogen. Also ich habe da noch ein Problem mit Ihrer Statistik. Wenn Sie sagen, jeder darf individuell das essen, dann haben Sie doch genau N gleich 1, ne? Ja, das sage ich ja, das ist gut. N gleich 1. Das ist gut. Das ist gut. Ja, na klar. Okay. Für jeden Einzelnen. Also ohne jegliche Wissenschaft, ohne jegliche N gleich 1. Für jeden Einzelnen auf jeden Fall. Kein Mensch braucht Ernährungswissenschaft, auf gar keinen Fall. Kein gesunder Mensch braucht Ernährungswissenschaft. Dann lassen wir das mal so stehen. Ja gut, dann sind wir ja wieder bei der Frage, wie kommen wir an diese Intuition ran, was können wir tun, weil also... Nochmal, das ist ja immer nur eine sehr subjektive Wahrnehmung, aber die subjektive Wahrnehmung ist auch, ich meine, ich habe selber im Moment 2, 3, 4 Kilo zu viel und die hätte ich gerne los. Und wenn ich so manchmal am Strand schaue, wer da so sitzt, dann denke ich, also da hat sich schon einiges auch in den letzten Jahrzehnten verändert. Also ohne, ich meine, nochmal, jeder ja so, wie er mag, aber ich kann auch da wieder nur für mich reden. Ich fühle mich unwohl, wenn ich zu viel habe und ich behaupte jetzt mal, dass das vielen anderen auch so geht. Ja, also von daher ist das ja kein Zeichen für Gesundheit, wenn in unserer Gesellschaft immer mehr Menschen zu viel mit sich rumtragen. Ja, logisch. Also, und wie kommen die, die da aber nicht rauskommen, ich hatte diese Frage schon mal ungefähr vor 20 Minuten gestellt, wie kommen die wieder dahin, dass sie zu dieser richtigen Intuition kommen? Wir haben mal ein schönes Experiment gemacht. Das ist schon ein paar Jahre her. Das war, nenne ich jetzt mal den Konkurrenzsender, WDR Quarks, diese Wissenschaftssendung, wo früher der Ranga Yogeshwar der Moderator war. Und da wollte die Redaktion ausprobieren, wir suchen jetzt 15, 20 Leute, die halt sehr restriktiv gegessen haben und gehen dann auf die intuitive Ernährung. Zum einen, wie macht man das? Wie kriegen wir das hin? Und zum anderen, wie fühlen sie sich danach? Und der Kern ist, um es kurz zu fassen, dass man versuchen muss, sich von all den Dogmen und vermeintlichem Halbwissen frei zu machen. Ein Beispiel, diese eine Frau, die dabei war, die hat gesagt, sie hat eigentlich immer dieses fettarme Hähnchenfleisch gegessen, weil sie ja gewusst, da ist viel Eiweiß drin, das ist nicht fettig, das macht nicht dick, aber eigentlich wollte sie das gar nicht. Dann hat sie das weggelassen, weil sie jetzt wusste, okay, ich muss an nichts mehr festhalten, ich soll jetzt auf meinen Körper hören und das heißt, wann habe ich Hunger, worauf habe ich Lust, was brauche ich, wie viel, dass man achtsam ist, mit allen Sinnen isst, riecht, schmeckt und so weiter und vor allem auf seinen Hunger vertraut und all diese Personen, die das gemacht haben, da gab es so ein kleines Mini-Follow-up, natürlich alles nicht repräsentativ, nur so eine klitzekleine Gruppe von N gleich 1 mal 17 und die haben am Ende alle gesagt, boah, das war so befreiend, endlich kann ich das essen, was ich will, was ich vorher nie gemacht habe und ich werde dieses System jetzt auch auf andere Lebensbereiche übertragen, nämlich mich mal zu hinterfragen, will ich das wirklich oder mache ich etwas, um irgendwem oder irgendwas gerecht zu werden, was ich denke, was richtig oder falsch wäre. Das heißt, das Konzept der intuitiven Ernährung ist ein sehr freiheitsliebendes und freiheitsorientiertes Konzept, wo der Einzelne die Verantwortung für sich selbst überträgt. Und das muss man lernen, wenn man sehr viel Zwänge im Kopf hat, die einen viele Dinge tun lassen, die man einfach mal hinterfragen muss. Also da bin ich absolut d'accord. Absolut d'accord. Dennoch, es gibt essentielle Dinge, die der Mensch braucht. Richtig. Und darum muss man sich richten. Alle, was Dogmen sind, taugt nichts. Ob ich jetzt in die Vegetarier reingehe oder ob ich in die Fleischfresser reingehe. Das ist dann, aber wir haben eins vergessen. Eine ganz, ganz wichtige Sache vergessen. Wir haben das Fasten vergessen. Hallo, es gibt den Zustand, dass man nichts isst.
Nicht, wenn man sterben will, sondern dass man bewusst sagt, ich esse jetzt mal nichts, um dem Körper die Möglichkeit zu geben, genau in sich hineinzuhören und dann entsprechend dann neu wieder anzufangen. Da gibt es ja auch verschiedene Formen, intermittierendes Fasten zum Beispiel. Das sind Krücken, sind Krücken, um es den Menschen einfacher zu machen. Aber einfach mal wirklich 2 Wochen lang, extrem schön, aber 1 Woche lang auf alle Nahrung zu verzichten. Denn was die wenigsten wissen, Sir, dass Essen Stress bedeutet. Essen ist Stress für den Körper. Weil Stress bedeutet, er muss arbeiten. Wenn ich da ein Hähnchen reinschiebe oder wenn ich sonst was reinschiebe, dann hat er Stress. Wenn ich dem Körper jetzt nichts mehr zu essen gebe, dann sagt er, klasse, ich habe nichts mehr zu tun. Ich kann mich auf mich selber fokussieren und dann kann er auch vieles, was aus dem Ruder gelaufen ist, dann wieder reparieren. Wir nennen das in der Medizin regenerieren. Und der Körper ist ausgelegt für Regeneration. Für Regeneration braucht er aber wieder Bausteine. Das sind wir bei dem, was die Ulrike eben gesagt hat. Aber dem Körper mal die Chance geben, über nichts zu essen, wieder in sich hineinzuhören und dann zu spüren, was wirklich gut für ihn ist. Extrem preiswert. Ich würde zum Schluss dieser Sendung gerne noch auf 2 Aspekte eingehen. Zum einen, die Sendung heißt die Schlacht um die Konzepte. Das passt ja zu 100%. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so nah an der Schlacht rankommen, aber ich finde es super. Und die Frage, die ich auch eingangs gestellt habe, wie praktikabel ist es eigentlich, diese Konzepte umzusetzen? Ich glaube, Herr Knupp, Sie haben das schon beantwortet, weil Sie sagen, essen Sie, was Sie wollen. Wenn es Ihnen gut tut, dann ist das in Ordnung. Ja. Ich kann jetzt nur sagen, ich versuche auch, wenn ich unterwegs bin, darauf schon sehr zu achten, aber es ist anstrengend. Ja. Und schade. Ja, aber das Sie ja, machen es sich anstrengend. Nein, Herr Knupp, aber ich bin ja dankbar für jede Inspiration. Ich werde mir das natürlich auch durch den Kopf gehen lassen. Ich bin vor allem ein Mensch, ich bin jetzt 52 Jahre alt, sehr gerne Dinge ausprobiert. Und das bedeutet, dass ich über das Ausprobieren feststelle, ob mir etwas gut tut oder nicht. Ja. Genau. Und ich werde vielleicht mal irgendwann wieder bei McDonald's essen gehen, an Sie denken und dann gucke ich, wie es mir danach geht. Ja. Das meine ich gar nicht ironisch. Sondern das ist für mich etwas, was ich halt einfach jahrelang nicht mehr gemacht habe. Ja. So, ja. Und von daher ist für mich die Frage, wie kriegen wir das alltagstauglich, wenn ich jetzt sage, ich möchte mich gerne speziell gesund mit Wildkräutern ernähren, aber ich bin unterwegs. Wie machen Sie das, Frau von Aufschneider? Also Geschäftsreisen sind ein Problem. Kann ich nur so sagen. Also wenn es ein Tag ist, dann kann ich was mitnehmen. Das hatte ich heute dann auch. Ja, dann nehme ich ein Sauerteigbrot mit und einen Apfel und ein paar Nüsse. Das ist relativ entspannt. Wenn das dann länger ist, ist man grundsätzlich angewiesen darauf, dass man irgendwo im Hotel oder abends was zu essen bekommt, was halbwegs verdaulich ist. Und ich merke das selber dann, dass es mir am nächsten Tag nicht so gut geht. Das ist das eine. Also wir haben ja auch als Erwachsenen immer noch die Möglichkeit zu wählen. Wie gesagt, für mich, das ist ja mein Startpunkt gewesen, wie sieht's mit den Kindern aus? Für die ist das viel schwieriger, weil wenn die dann in so einer Ganztagsbetreuung sind, das gilt mittlerweile ja genauso für die Alten oder die in einem Krankenhaus sind, die können nur das essen, was ihnen vorgesetzt wird, ob die das nun wollen oder nicht. Und ob denen das nun gut tut oder nicht, das wird überhaupt gar nicht gefragt. Und die kommen mit einer stetigen Anfütterung von diesen Substanzen nach meinem Erleben oder meiner Wahrnehmung gar nicht in irgendeine Intuition, sondern die essen das und dann geht es ihnen im Zweifelsfall halt nicht so gut. Aber wie machen Sie das? Ja, also wir haben mit der Schule eine andere Lösung gefunden, indem wir unsere Kinder schultechnisch privat bespielen. Damit haben wir die Möglichkeit, denen da auch dann gesunde Nahrungsmittel zu geben. Für den ganzen Rest ist das extrem schwierig. Wir haben also in der Zeit, in der wir regulär im Schulunterricht waren, den Kindern einfach morgens viel zu essen gegeben und dann haben die halt eine große Dose mitgehabt und dann haben sie dann da in der Schule wenig gegessen und dann sind sie dann zu uns nach Hause gekommen und haben dann wieder zu Hause gegessen. Also drumherum arbeiten um die Minenfelder oder wenn die jetzt auf einem Kindergeburtstag sind, machen wir das genauso. Also die kriegen einfach vorher eine Mahlzeit, dann gehen die dahin, dann essen die da auch weniger, weil die das, wie gesagt, mittlerweile auch selber wissen, intuitiv, dass sie das nicht vertragen und kommen dann nach Hause und essen wieder zu Hause. Wir hatten kurz im Vorgespräch, Herr Spitz, hatten Sie Low Carb unter anderem erwähnt. Wie machen Sie das, wenn Sie unterwegs sind? Verzichten Sie dann eher oder schlagen Sie dann auch mal über die Stränge? Also ich schlage sicherlich nicht über die Stränge, aber ich esse natürlich dann das, was es gibt. Weil bevor ich gar nichts esse, so weit bin ich noch nicht. Bevor ich gar nichts esse, dann esse ich halt irgendetwas. Sinnvoller wäre es, nichts zu essen und zu sagen, vielen Dank, ich habe keinen Hunger. Ich möchte aber auf die andere Frage zurückkommen. Die Problem der Praktikabilität. Genau. Und das ist der absolut
entscheidende Faktor, nicht nur was das Essen angeht, sondern auch was die Sonne angeht mit Vitamin D, was die Bewegung angeht, die Praktikabilität. Wie kriege ich einen Bundesbürger dazu, nach einem Tag Arbeit abends noch ins Fitnesscenter zu gehen und etwas für diese körperliche Bewegung zu tun? Es wäre wesentlich sinnvoller, sie hätten während der Arbeit die Möglichkeit, sich entsprechend zu bewegen. Es wäre wesentlich sinnvoller, wenn die Lebensmittelindustrie gezwungen würde, von der Gesellschaft gezwungen würde, Lebensmittel herzustellen, die diesen Namen Lebensmittel verdienen. Es kann nicht sein, dass man rumgucken muss und suchen muss, dass etwas das enthält, was ich brauche. Sondern es ist früher so gewesen, das Handwerk hat das hergestellt, was wir brauchen. Heute stellt die Großindustrie das her, was sie verkaufen wollen und dreht es uns an. Und das ist das große Problem. Wir haben kein Einzelproblem, sondern ein Problem der Gesellschaft, die aus dem Ruder gelaufen ist. Aber auch von denen, die es kaufen. Ja, natürlich, natürlich. Die das mittragen. Ja, wir tragen es mit. Wir sind die Gesellschaft. Ja, und wir bestimmen, dass diese Schlachthöfe so entsetzlich sind. Wenn wir nicht dieses Fleisch, dieses Fabrikfleisch essen würden, es würde nicht mehr hergestellt. Ja, es würde nicht mehr hergestellt. Aber dieses Bewusstsein zu schaffen, dazu brauchen wir eine neue Gesundheitskultur. Und dafür trete ich jetzt ein. Es geht nicht um einen Faktor da und einen Faktor da, sondern diese Gesellschaft muss sich selber eine neue Kultur geben. Dann haben wir eine Chance, da rauszukommen. Und dann kann er mit seinem Volleinsteigen sagen, iss, was dir schmeckt, ist, was du gefühlt für dich gesund ist, dann haben die eine Chance, das zu schaffen. Im Augenblick funktioniert das nicht. Herr Eckert. Die Hindernisse sind tatsächlich entscheidend. In der Harbyside-Klinik haben wir damals festgestellt, dass die Patienten in weniger als einer Woche ihr ganzes Empfinden, was Ernährung angeht, sich veränderte. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich so wohlfühlen würde ohne Fleisch zum Beispiel. Wir hatten kein Fleisch in unserem Programm. Die Patienten brauchten nur dreimal am Tag zum Esssaal zu kommen. Es könnte nicht einfacher sein. Aber was die Leute sonst Probleme haben, die müssen ihre Rezepte umbauen. Wir haben immer wieder das Problem gehabt, da oft bei Frauen sagen, ja, das ist ganz toll, aber jetzt fahre ich nach Hause und ich weiß, dass mein Mann das überhaupt nicht gut finden wird. Und ich weiß nicht, wie das gehen sollte. Und das war besonders wichtig bei den Frauen mit Brustkrebs, weil sie hatten in der Klinik jetzt eine Alternative gefunden. Und dann kommen sie nach Hause und dann haben diese Konflikte. So, es ist sehr, sehr kompliziert. Aber wie gesagt, wir haben so viel Erfolg gehabt, weil die Patienten nicht selbst kochen müssten. Was ich selbst gemacht habe, zum Beispiel für meine Reise von Stockholm hierher, habe ich geplant. Ich habe gestern roten Reis und schwarze Bohnen gekocht. Dann habe ich das gemischt mit Sauerkraut und mit vergorenen Möhren, denn das hilft bei der Konservierung. Und habe das einfach in meinem Gepäck gehabt und habe dann heute Nachmittag das als Essen gehabt. Und ich habe eine Portion für morgen gespart. Das ist jetzt da in dem kleinen Kühlschrank, wo sonst die Getränke sind. Und super. Das ist mir aber so wichtig, weil ich schon alle möglichen Experimente ausprobiert habe. Ich habe 3 Wochen in Thailand Vorträge gehalten, wo ich jeden Tag im Restaurant essen musste. Und ich brauchte 2 Wochen zu Hause, bis ich das Gefühl von Reinheit in meinem Körper hatte, nachdem ich 2 Wochen lang Restaurantessen hatte. So, es ist, wie schwierig. Herr Knopp sagt, es ist eine persönliche Sache, die wir haben, aber was wir den Patienten vermitteln konnten, war ein Kompass wieder zu aktivieren, dass die dann langsam in diese Richtung kommen, dass sie gerne biologische Möhren essen und merken, wie gut das schmeckt. Mhm. Das haben sie vorher nicht geschmeckt, weil der Geschmack anders wird durch diese ganzen übertriebenen Sachen, die jeden Tag gegessen werden. Wo geht's hin mit unserer Ernährung? Insekten haben wir jetzt immer wieder. Ich habe gerade gelesen, irgendwie mRNA in Kuhmilch. Da gibt es Tests, die gemacht werden. Also der Trend ist ganz klar und da wird doch wahrscheinlich nichts mehr von abweichen. Der diffundiert doch peu à peu in die Wissenschaft.
ist wirklich die individualisierte Ernährung. Im Englischen heißt es Precision Nutrition. Die sind noch so ein bisschen auf dem falschen Weg, wo es um Gentests geht und Stuhlanalysen und so weiter und Bluttests und so weiter. Wo ich immer sage, Precision Nutrition, also personalisierte, individualisierte Ernährung, da braucht ihr keine Tests machen, ihr müsst euch einfach mit den Menschen unterhalten. Ja, das ist der Weg, wo es hingeht, individuell, weil man für die Allgemeinheit keine Aussagen treffen kann, in Ländern, die satt sind, wie Deutschland zum Beispiel. Und ein wesentlicher Punkt, Limitationen, Probleme und so weiter, ist der, und da bin ich zum Beispiel auch sehr auf der Linie vom Herrn Kollegen, es muss immer wieder Phasen geben der Karenz, also wo man nichts isst. Ja, ich habe mit dem Freund von mir, ein guter Freund, ist auch Ernährungswissenschaftler, der war etliche Jahre Leiter der Deutschen Fastenakademie. Wir haben auch ein Buch zusammengeschrieben, Intuitiv-Intervallfasten. Einfach, weil es wichtig ist, dass man zum einen den Hunger kennenlernt. Also ohne Hunger schmeckt Ihnen eigentlich kaum etwas. Das ist sehr fad. Je stärker der Hunger ist, je stärker Sie dieses Gefühl reifen lassen, desto, ich nenne es jetzt mal ein bisschen salopp, wahlloser werden Sie, weil dann Ihr Körper das Spektrum erweitert, was er alles haben will, ja, und desto besser schmeckt Ihnen das. Also der Appell an alle hier und die das sehen, ist der, wenn Sie gar nicht mehr wissen, wie sich Ihr echter biologischer, der körperliche Hunger eigentlich anfühlt, mal richtig schön ausreizen, so lange, bis Sie wirklich merken, boah, ich brauche unbedingt was zu essen und dann die Mahlzeit verzehren, wo Sie sagen, das ist eins meiner Lieblingsessen und so weiter. Da werden Sie mal wieder merken, was der Körper, ich nenne es immer gern, das Stöhnen aus der Tiefe des Bauches herausbringt und Sie werden mit Wohlgefühl belohnt aus dem limbischen System, weil Sie eben die Energie liefern, die der Körper braucht. Das heißt, der Hunger, der biologische, der echte Hunger, ist das A und O. Genauso wichtig ist es dann, lange Karenzzeiten zu haben und nicht dann immer dauernd irgendwas essen und gar nicht mehr den Hunger zu spüren, sondern dann wieder idealerweise, wenn es ins Lebenskonzept passt, so lange nicht zu essen, bis man wieder wirklichen Hunger hat. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Hunger ist das A und O. Nur wenn der groß genug ist, werden Sie spüren, was Ihnen wirklich gut tut. Das heißt, das ist ein Punkt als praktische Übung, die man mit nach Hause nehmen kann. Versuchen Sie mal wieder herauszufinden, was Ihr persönlicher, echter, biologischer Hunger ist. Herr Spitz, wo geht's hin mit unserer Ernährung aus Ihrer Sicht? Tja, es ist ein schwieriges Kapitel. Wenn man die Steaks Industrie aus dem 3D-Drucker. Ja, aus dem 3D-Drucker. Ich meine, wir haben uns früher mit Sicherheit auch reichlich von Insekten ernährt. Ich glaube nicht, dass wir jeden Tag einen Mammut gefangen haben, sondern wir haben Insekten gegessen. Das ist heute jetzt auch wieder im Gespräch, dass man Insekten großzügig züchtet und auf diese Weise ausreichend Eiweiß nimmt. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ich denke, wir können die Ernährung auch anders variieren. Wir können zum Beispiel 50% der Nahrungsmittel nicht mehr wegschmeißen, die wir im Augenblick ja wegschmeißen. Ja? 50%, ja. Dessen, was da ist. Also es gibt viele Defizite, die wir heute in dieser Gesellschaft zu beklagen haben, aufgrund der Entwicklung über die Jahrzehnte hin seit dem letzten Krieg. Aber eines der größten Defizite ist die Gesundheitskompetenz. Und dieses Defizit ist eingetreten, weil wir eine veränderte familiäre Struktur haben. Wir haben heute Patchwork-Familien, die aber nicht mehr aus den Großeltern und den Eltern und den Kindern bestehen. Denn das Wissen ist immer von den Großeltern auf die Kinder und die Kleinkinder, auf die Enkel übertragen worden. Wir haben heute ein schlechtes Wissen, weil aus den Medien nicht mehr das kommt, was gesund ist, sondern es wird nur das vermittelt, was Umsatz macht. Das hat zur Folge, dass der Einzelne eine grottenschlechte Gesundheitskompetenz hat und das setzt ihn eben nicht in die Lage, so zu entscheiden, wie er es empfiehlt, sondern es setzt ihn in die Lage, die Dinge zu tun, die man dort entsprechend als, muss man sagen, Suchtfaktor hat. Wir brauchen also eine verbesserte Kompetenz und da können wir nur alle dran arbeiten und können nur Ihnen Dankeschön sagen, dass Sie anfangen, solche Dinge auf den Tisch zu legen. Denn im Öffentlich-Rechtlichen läuft sowas nicht. Frau von Aufschneider, also die Ernährung, meine wo geht's hin? Meine Vermutung ist, dass ein großer Teil der Bevölkerung noch mehr unterschiedlich farbige Produkte isst, die mit im Prinzip den gleichen Bausteinen bestückt sind, also schnell herstellbare Kohlenhydrate, Proteine und so weiter. Und ein kleiner Teil der Bevölkerung sich differenziert damit auseinandersetzt und versucht wieder zurück zu einer ursprünglichen Nahrung und einem eigenen intuitiven Gefühl für das, was ihnen gut tut, versucht hinzukommen. Das ist meine Vermutung. Dankeschön. Und
Ekaf. Ich denke, es wird viel weniger Fleisch geben und tierisches Eiweiß in dem größeren Zusammenhang, dass die Energiepreise jetzt so ansteigen. Die meisten können sich nicht vorstellen, was jetzt bevorsteht. Wenn wir uns vorstellen, was kostet das jetzt, Hülsenfrüchte zu lagern gegenüber Fleisch? Fleisch muss kühl gelagert werden, Hülsenfrüchte brauchen das nicht. Diese ganzen Energiekosten werden Fleisch so teuer machen, dass die Menschen eher wie in der dritten Welt essen werden. Das heißt, sie werden ihre Eiweißbedürfnisse von pflanzlicher Quelle suchen, einfach weil es denen zu teuer wird. Ich bin selbst kein Veganer, also ich habe einen Fuß im veganen Lager, aber ich sehe, dass in diese Richtung muss das gehen. Es wird wahrscheinlich so eine weitere Teilung geben. Immer mehr Interesse an gesunder Ernährung, aber immer mehr kaputte Nahrung. Denn manche Leute kümmern sich nicht darum, ganz einfach. Und immer wenn ich nach Deutschland komme, finde ich so toll, dass es hier überall Bio-Supermärkte gibt. In Schweden gibt es keinen einzigen. In Schweden, im ganzen Land, keinen einzigen Bio-Supermarkt. Es gibt Bio-Läden, aber was ich hier in Berlin und überall erlebe, das gibt's nicht. Und wir sehen, die Deutschen haben wirklich verstanden, also die Deutschen allgemein gesehen, haben verstanden, welche Bedeutung gesunde Ernährung hat, also Bio-Qualität. Und ich sehe, dass das immer mehr zunimmt. Also ich sehe ganz positiv da, auf der anderen Seite die USA als Abschreckungsbeispiel. In 25 Jahren wird geschätzt, dass ein Drittel der weißen Amerikaner und die Hälfte der Schwarzen und Latinos Diabetiker sein werden. Das ist eine Menge Diabetes. Alzheimer nimmt so zu, dass es das Gesundheitswesen knacken wird, die Pflegekosten für Alzheimer, wo die Menschen nicht mehr wissen, wer ihre Lieben sind und wissen nicht, was eine Toilette ist. Und das ist ganz intensiv. Und ich sehe, dass was wir bisher gehabt haben, war wirklich Schlaraffenland mit dem, was noch kommt. Und wenn wir klug sind, dann werden wir jetzt schon uns an dieser, sagen wir mal, Umweltnotwendigkeit anpassen. Vielen Dank, Herr Ecker. Was für ein lebendiger Abend, oder? Ja, Wahnsinn. Also vielen, vielen Dank für diese Runde. Ich danke ganz herzlich Ulrike von Aufschneider. Vielen Dank. Ebenso herzlich danke ich Professor Dr. Med-Jörg Spitz. Dankeschön. Ein großes Dankeschön an Uwe Knob. Herr Knob, vielen Dank. Gerne. Ja, das ist lebendiger Diskurs, ist richtig. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Steven Acuff. Danke. Danke. Ich habe gerade überlegt, so also in der Mitte der Sendung habe ich zwischendurch gedacht, nee, diese Frage kann ich nicht stellen. Aber jetzt zum Ende habe ich mir gedacht, vielleicht gehen wir gleich miteinander essen und schauen mal, was passiert. Vielen Dank hier ans Publikum in Düsseldorf. Vielen Dank an die Technik, an die Regie, an alle, die daran mitarbeiten. Dankeschön für eure Unterstützung für dieses Format, das ohne euch nicht möglich wäre. Und ich bin mir sicher, dieses Thema Ernährung, das wird uns noch das ein oder andere Mal beschäftigen. Wir konnten heute nicht alles abbilden, aber ich denke, wir haben einen guten Start geliefert. Ich freue mich auf eure konstruktiven Kommentare zu diesem Thema. Sage vielen Dank an die Runde. Gute Nacht und bis ganz bald an dieser Stelle. Tschüss. Danke. Auf Augenhöhe.